Moin, 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 moin. Was geht ab, Leute? Wir gehen seit langem mal wieder rein bei DBD. Mit dabei heute Lisa und Steffi. Hallöchen. Hallo. So, hast du vielleicht mal eine Gruppe gefragt, ob vielleicht jemand trotzdem noch dabei sein will? Vielleicht Ma Maria und Rea? Ja, ich habe schon reingeschrieben, da wer Bock hat, der kann mitspielen, aber hat noch keiner gelesen, außer Paul. Ja, okay. Hä, das kannst du sehen? Ja. Wie denn das? Wenn du deine Nachricht, wenn du, aber nur du geschrieben hast, Ja. gedrückt halten, dann auf Info gehen, also das ist so ein I-Zeichen oder das steht Info, Ja. kannst du sehen, wer gelesen hat. Ach, krass. Siehst du? Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Das kannst du auch bei privaten. Guck mal, Franziska hat gerade geschrieben, wir essen noch und dann komme ich. Oh, wunderbar. Leon auch. Mit Leon. Oh, sogar mit Leon. Ja. Krass. Let's go. Ich gehe mal Mixu nicht, Monster holen. Erzähl Ja, mal wir essen. Witzchen. Onkel Fritz. Und wir trinken auch übrigens Energy und Da, da, di, da, ja. da, da, da. Wenn er hart ist, boom. Was? Und da ist er wieder, hat Lisa gesagt. Ja, da ist er. Wunderbar. Kühlschrank ist nicht weit. Wunderbar. Wunderbar. Morgen ziehe ich dann auch die Hose an. Ich immer noch schön morgen, oder? Das ist meine. Das schmeckt köstlich. Köstlich. Let's go! So. Das letzte Mal habe ich gespielt, wo Franzi in Urlaub gegangen ist. Das Das ist müssen wir schon. noch erstmal wieder reinkommen, Ja, ja. ja, ja. Ihr habt ja nur Killer gespielt, ne? Wir haben jetzt seit 3 oder 4 Tagen nur Killer gespielt und einmal den zwar und zwar Scream Maske und den Michael. Also wir wissen fast alles, wie die gucken können. Das ist der Wahnsinn. Also es ist Oha. kein, dass du dich aufgeregt hast bei Scream Maske, Ja. dass er dich sieht, Weil er weil dich. er hat nämlich ein Talent. Da kann er auch verfolgen gehen und dann kann er dich, wenn er dich gestalkt hat, immer sehen. Oh, das ist krank. Wie lange? Ja, Wie lange? das ist so fies und das ist, aber es macht so Spaß, Killer zu spielen, ne? Naja, fühle ich. Wir können ja mal Kill Your Friends irgendwann mal machen. Ja, er kriegt halt dann auch immer diese Zeichen, dass du vielleicht gerade links in der Nähe von ihm bist oder Ja. rechts in der Nähe. Und Krank. dann wirst du ihm auf einmal rot angezeigt und so. Also es ist schon kein Wunder, dass du dann sagst, hä, woher weiß er das? Ja. Also du bist gerade hinter ihm. Und versteckst sich, weil er gerade, keine Ahnung, ihn von Weitem gesehen hat und will sich verstecken. Und eigentlich könnte er gar nicht sehen, wo du bist, weil du nicht gelaufen bist. Du hast keine Kratzspuren hinterlassen. Auf einmal hat er dann einen Ton, so einen komischen so einen Killerton, ne, so einen Herzschlagton da. Ja. Und weiß dann, wo das denn ist, weil nämlich dann wie bei dem, wie bei. Ja. Das wird dir angezeigt. Ja, es wird dann halt rot angezeigt, dass du entweder links bist, hinter ihm bist oder rechts bist oder vor ihm bist. Dann kommt da halt so ein kleiner Balken oder so ein kleiner Ist. Strich auf der linken Seite oder auf der rechten Seite oder unten, damit du ungefähr weißt, ah ja, ist er hinter dir, dann drehst du dich um und zack, du liegst da. Krass. Ja, übelst. Also ist richtig fies, der Killer. Und Michael ist auch mega fies. Hat er dich einmal gestalkt? Kann er deine Aura immer sehen? Immer. Ja. Aber immer wenn er draufdrückt auf Verfolgen und dann, aber das kann er jede Zeit immer benutzen. Also das ist kein Ablaufdatum oder so. Okay. Also, wenn Oh. es er bloß lang Oh hat, Mann, warum dann. habe ich das Totem nicht gesehen? Frechheit. Dann Nee, 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 versteckt segne es, segne es. Das ist wichtig. Das ist wichtig, segne es. Da hinten ist gleich der nächste Gen hinter dir. Ja. Ah, er ist der Hinterwäldler. Okay.
Er ist gerade auf, er ist gerade an uns vorbeigegangen, aber irgendwie ist es eben gerade die Bahn anscheinend. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er zu mir. Ich sehe ihn nicht. Ach, jetzt. Ja, doch, doch. Also, da ist er links. Oha. Ah, er hat mich reingelegt. Ein anderer Typ oder was? Nein. Ah, fuck! Ich bin zurückgesprungen! Nein! Ich bin so lost! Ich dachte, er läuft wieder hinten rum. Okay, ich hänge erstmal ein bisschen ab. Naja, es fängt ja gut an, ne? Nach 3 Wochen mal wieder zocken. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Scheiße. Komm nicht holen. Komm nicht holen. Nein, alles gut, alles gut. Okay. Ganz gut. Ja, dann mach ich den anderen Clan. Einer eine ist schon bei mir. Alles gut. Okay, wir machen für 2 Clan. Ja. Mit Taschenlampe. Die ist mit Taschenlampe hier. Sehr gut. Versucht die ganze Zeit ihn abzulenken. Sehr gut, sehr gut. Endet sie ihn. Aber hat nicht funktioniert, aber schade. Ich wickel mich. Wickel dich frei, wickel dich frei, wickel dich frei. Ja. Wickel, 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 wickel. Wir haben gleich einen zweiten Clan fertig. Sie hat schon 3-mal geblendet, aber irgendwie bin ich nicht runter, aber ich bin jetzt frei. Stark, stark, stark. Also sie ist sehr gut mit Taschenlampe. Sehr, sehr geil. So, solche Teammates brauchen wir. Bleibt mal da bitte. Ich komme zu euch. Wegen Heilen. Ja, ich bin hier. Komm her. Bist du hier schon im blauen Bereich? Nee, wir müssen einmal kurz rein. Jetzt. Da haben sie ja weiter runtergestuft, dass es jetzt nicht mehr allzu schnell geht. Ja, das geht jetzt übrigens nicht mehr allzu schnell und hörst du dich ein einziges Mal auf, dich selber mit meinen Sunny-Kasten zum Beispiel, wenn du in der Hand hast. Wenn du einmal aufgehört hast, geht das wieder zurück, dann muss man vorne anfangen. Nee, das ist dumm. Ich hab Zusatz. Wenn du den brauchst, nimm du ihn. Nee, ich hab ihn. Ich hab alles gut. Ich hab mit Zusätzen drin. Nicht laufen. Geh geschillt, lass dir Zeit. Geduld ist eine Tugend. Da hinten ist er. Mach hier mal das Tote. Ja, mach ich. Ich hol sie. Ah, sie wird schon geholt. Super. Okay, Tote ist weg. Ja. Pass auf, er kommt von rechts. Ja, ich sehe ihn. Ich gehe ins Haus. Da ist, glaube ich, ein Gen. Nee, das ist eine 7. Alzheimer. Das wusste er nicht. Er hat mich gesehen, keine Ahnung wie. Oh, nö, Brudi. Such dir ein anderes Opfer, Junge. Wir sind gerade im Haus. Musst du hier uns herkommen? Schade. Sie holt sich schon, sie kommt zu dir. Ey, wie hat er mich gesehen zum Teufel? Und warum geht er genau andersrum? Er hätte ihn noch hinterherlaufen können. Er ist aber rechts daneben gegangen. Keine Ahnung warum. Ihn zu blöd gewesen, weil er so gut ist. Oder er konnte mich tatsächlich sehen. Ich weiß es nicht. Ich war nicht verletzt, gar nichts. Ich bin nicht gerannt, nichts. Sie kommt dich holen. Nee, er ist hier, das macht keinen Sinn. Ah, okay, dann komm ich, warte, dann bleib ich hier ab. Oh shit, ich hab verkackt. Schnell weg, geh schnell nicht, weg. Geh woanders hin. Ja, ich bin unterwegs. Komm mit ins Haus hier. Ist das Totem weg? Nein, nein, das ist die andere Seite da, wo er gerade ist. Deswegen. Ach so.
Scheiße. Wird man hier gleich wieder reingeschmissen, du. Aber kämen wir gerade sehr gut hin. Wir haben noch 2 Gens. Mhm. Mach hier, komm mit. Bloß, ich darf nicht mehr hängen. Ja. Geh am besten auf diese Seite, dann sieht er dich nicht. Hier. So. Ich wollte meine Werkzeugkiste jetzt anwenden. Ja, kannst du machen. Ich gehe sie holen. Ja. Der andere Typ jagt ihn gerade. Okay. Also er ist bei uns. Da kann sich jetzt einen entscheiden von uns, weil wir alle 3 hier sind. Ja, eine hing 3-mal. Ja, er hat mich genommen. 2-mal. Jen ist gleich fertig. Ah, shit. Ich bin noch nicht, alles gut. Die anderen sind hier, bleib bitte woanders. Ah, okay. Du und 2. Ich suche einen Jen. Das juckt ihn nicht, das Blenden. Dann hat er. Dann hat er das Perk drin, das hat auch der Scream. Ja, aber er wird ja einmal geflasht. Ja, aber dieses, wenn du das Perk, das Talent bei hast. Ja, guck, das geht. Ja, aber wenn du das Talent. Ja, aber wenn du das Talent hast, dass du ihn festhalten kannst, also mehr festhalten. Hab einen Gen gefunden. Ja. Den letzten. Ich bin direkt beim Ausgang. Das ist nicht so leicht für die Überlebende, dich freizuwickeln und aber auch nicht zu blenden. Dass du dann gleich. Dass sie einfach das kann auch sein. Weil eben ging es ja auch zu früh gemacht. Wir sind noch kurz warten. Das wird nicht reichen. Nein, ich darf hinter dem Schwein das Tote. Denn ist zur Hälfte fertig. Nein, er kommt. Ja. Er kommt. Nein, er hat mich direkt gesehen. Ach man, das war's. GG. Der Jen war fast fertig, ne? Schade. Ja. Nein, wie kann er mich denn noch treffen? So ein... Geh zu andere, sei gerade jetzt mal so eine kleine Bitch und geh zu andere, dass er dich in Ruhe lässt. Ich bin wieder beim Jen, wo er ist immer noch war. Hinter mir her, ist immer noch hinter mir her. Jetzt nicht mehr, glaube ich. Nee, er jagt jetzt den anderen. Gott sei Dank. Weil ich wäre tot gewesen. Das siehst du links bei den Typen jetzt, bei dem Kopf da sind so eine komische Zahl. Ja, und dann wird er Der Jen ist fertig. Okay. Ich bin beim Ausgang. Ja, perfekt. Weiß aber nicht, ob ich aufmachen kann. Weiß nicht, ob der hier ist. Nein, geh weg da. Scheiße. Meiner ist zur Hälfte. Genau da, wo der letzte Gen. Wegkommt! Ja, er meint es auf. Und zwar jetzt. Er hat mich gesehen. Naja, kann ich nichts machen. Schade, das war's. GG. Er lässt sich liegen. Ja, bringt aber nichts. Doch. Alle 3 sind da. Wir sind alle hier. Wir können nicht hochheilen. Er ist aber heilig hier. Er ist aber hier. Hoch. Ja, er will mich nicht retten. Nee, er will, dass ich sterbe. Ah, okay, schade. Bin hochgeheilt. Die einen heilen sich, alles gut. Nein, geh zum Ausgangstor, bleib da vorne liegen, dann kannst du rauskrabbeln, falls da aufgeht. Schön davor bleiben. Dann kann man sich hier irgendwie durchbacken.
Oh nein, das andere Tor ist ja offen. Ja, ja. Ach nö. Ja, ich bin tot. Schade. Aber guck mal, du hast Zeit, dich frei zu machen. Ja, 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 aber wo soll ich hin? Erstmal weg, damit du eine dich heilen kann. Oder ich lauf einfach Richtung rechts, da ist das andere. Und auf der rechten Seite das Tor auf. Ja, ja, ich bin auf der rechten Seite unterwegs. Du bist links. Du musst rechts. Ach, gehen. Scheiße, ich hab für das andere recht. Richtung Totem. Ja. Richtung Totem, aber das Totem ist. Okay, alles klar. Ich hab wieder das andere. Ich hab wieder das andere rechts. Meine Rechts-Links-Schwäche. Ich komme jetzt da auch hin. Bist du da? Ja. Okay, ich auch. Was siehst du? Oh! Woo! Woo! I believe! Nicht laufen! Ja, erstmal heilen hier. Ich hab nichts mit Sterben hier. Woo! Ich hab mich schon tot gesehen. Na, guck mal. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja. So raus. Ja, gutes Team. Nice. Nice. Sehr, sehr geile erste Runde. Auch wenn es von mir nicht so gut war. Das hast du auch übel gut gemacht. Ne, ich hab's probiert, ne? Das war übel gut für die erste Runde. Richtig nice. Das war auch ein richtig gutes Team, das sie die ganze Zeit immer geblendet hat und immer gleich geholt hat. Oh, 22.000. Ja, gut. Aber ihr habt alle deutlich mehr. Ja, ja. Aber 22.000 ist okay. Damit kann man leben. Oder gibt es mittlerweile mehr Punkte? Keine Ahnung. So, ich geh mal kurz ins Schlafzimmer. Lisa spielt jetzt übrigens. Lisa, kommen Sie ran. Wir haben Urlaub. Ja. Urlaub. Das heißt zocken. Aber du bist ja noch ein Dings gucken, ne? Serienstream. Na, wir haben vorhin eine Folge geguckt, wo es geladen hat. Ah, so. Ja. So. Aber wir haben auch noch Zeit zu. Genau, du hast genug Zeit. Du hast nämlich Urlaub. Urlaub ist was Feines. Urlaub kann man gebrauchen. Ja. Ja. So, Level 40. Da ist der letzte Skill. Da muss ich hin. Habe ich die neue Map schon gespielt? Nee. Ich? Die neue? Ja. Ja. Gab es schon wieder eine neue Map? Ja, möchtest du die einmal? Wieso? Kannst du die reinnehmen? Mhm. Okay, dann mach rein. Ist gut für den Stream. Alles klar. Die ist richtig cool. Die haben sie doch jetzt überarbeitet. Ja. Yeah. Die war doch die ganze Zeit gesperrt. Die geht jetzt wieder. Okay. Ah. Ah, das ist die eine Map, wo ihr sagtet, die nochmal neu gemacht wird. Welche war das nochmal? Genau, die von Michael Myers. Ach, die, ja, okay. Haben sie es jetzt ein bisschen größer gemacht? Bisschen ist gut. Die ist richtig gut. Die sieht größer aus. Ich glaube, an der Größe. Nichts verändert. Du siehst halt jetzt auch heller, nicht ja. Mehr so dunkel. Ja. Und auch die Position und so sind richtig geil. Mhm. Okay. Bist du ja gleich. Wunderbar. Okay. Gefällt mir. Und die Gens und sowas alles. Ist alles komplett jetzt anders. Da muss man sich erstmal wieder reinfuchsen. Die Gens sind anders? Also woanders, stehen woanders oder was? Ja, 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 na klar, ja. Du musst erstmal gucken, ne? Also auch wieder, aber auch wieder in Häusern in den ersten Stock und so, ne? Häuser sind auf jeden Fall auch, ja. Mhm. Wunderbar. Bin mal gespannt. Ja. So, ich habe jetzt alle Skills bei Ihnen hier auch fertig, die man braucht. Ja, perfekt. Das ist doch super. Ja. Das ist schon mein vierter, den ich dann jetzt durch habe. Ja. Am Anfang habe ich nur den einen gespielt, weißt du noch? Ja. Auf ja, Prestige 3. Ja. Kommt vielleicht auch noch.
Ja, du kannst dann nachher nach und nach immer zum 13. Hochleveln. Als Kritisch machen und dann den nächsten wieder hochleveln auf 2 und 3 und so weiter. Mhm. Was hat die da für Minirock an? Katja Panda. Katja Panda? Das sieht, glaube ich, Katja. Katja Panda, ach so, ja, okay. Ja, moin. Lesen nicht meine Stärke, Digi. Die guckt aber auch ein bisschen streng, ne? Ah, jetzt hat sie gedrückt. Cool. Ah ne, das war automatisch. Wunderbar. Let's go. Michael Myers. Ja, das wäre ja ein Ding. Wenn der jetzt auch noch jetzt der Killer wäre. Ja. Hm. Hab rausgesucht. Die morgen weißen Pulli an. Hm? Ja, Maria, ist wichtig. Ja, wann Wochenende denn eigentlich? Was ist Wochenende? Maria kommt Wochenende kurz vorbei. Oha. Sie crazy. Anscheinend zu ihrer Mama oder so. Mhm. Und dann will sie einmal kurz an unserer Haustür vorbeifahren und Hallo sagen für 2-3 Minütchen. Ah ja. Aber nur vorbeifahren. Hallo, tschüss. Mehr auch nicht. Oh, tschüss, ja moin. Achso, wenn du übrigens jetzt nächsten Monat nach Berlin möchtest, dann kannst du dir das Ticket holen. Für einen Monat ist das ja gültig bundesweit für 9 Euro, ne? Perfekt. Hin und zurück? Damit kannst du alles fahren. Das ist bundesweit gültig, damit kannst du alles fahren. Bundesweit? Bundesweit. Das heißt, wir können einfach mal runter nach München oder so? Hä? Ja, da ist das Problem. Das gilt nur für regionale. Er ist direkt hinter mir her. So, es ist auch nicht Michael Myers. Also RE und RB, also nicht für ICE oder sonstiges. Nee. ICE, das geht alles nicht. Ja. Er ist concentrated. Mhm. Ja, ich bin concentrated. Ich werde schon wieder verfolgt. Wieder mal als erstes. Wie in guten alten Zeiten. Also die Map konnte ich noch nicht begutachten, du. Aber, ist doch gejagt über die Map. Ich werde über die Jagd gejagt, genau. Über die Jagd gemappt. Ich werde die ganze Zeit verfolgt. Ja, du kommst in meine Richtung. Das macht doch nichts. Du bist im Keller. Ich bin im Keller, ja. Piss dich! Wieder der Hinterwäldler? Wenn er so einen Hammer in der Hand hat und eine Schulter runter ist, ist es ein Hinterwelt. Wenn er Musik hört. Dann ist es ein Hinterwelt. Entschuldigung. Er ist die ganze Zeit hinter mir her. Was soll ich machen? Aber gut, gibt ja auch Punkte, weil ich weggelaufen bin. Und du kannst jetzt schneller dieses hoch und runter wippen. Das geht jetzt viel, viel schneller. Was hoch und runter? Achso, du meinst so auf sich aufmerksam machen. Ja, wenn du auf Hocke gehst. Ganz schnell machen jetzt. Ja, probieren. Ja, ist ein Hinterweg. Er steht direkt vor mir, er ist ein Camper. Geil. Cool. Dann liegt das da. Jetzt läuft er weg. Er kommt zurück. Er hat dich gesehen. Er guckt genau in deine Richtung. Doch, er hat dich gesehen. Er tut so, als wenn er dich nicht sieht. So ein Arsch. Ja.
Da ist direkt. Ach komm. Mach nichts. Ich hab geliehene Zeit. Alles gut, alles. Ja, ist hinter mir her, ne? Ja, natürlich. Natürlich ist er das. Sehr gut. Ich hab ihn betäubt. Am besten nicht stehen bleiben, aber am besten weiterlaufen. Ich hab ihn geblockt. Sehr gut. Damit du ein bisschen Vorsprung hast. Jetzt weiß er nicht mehr. Ach, er hat auch gesehen! Hat er gesehen, dass ich einen Schrank? Er hat es nicht gesehen. Doch, Mann, er guckt im Schrank. Er guckt im Schrank. Er hat's eigentlich nicht gesehen. Ach komm. Egal, alles gut. Macht Glänz. Gib gut Punkte. Ich war viel weggelaufen. Lol. Einfach wieder freigewählt. Ja, moin. Und er ist wieder hinter mir her. Ja, weil er wusste, dass er dich schon mal hatte. Ja, er ist ein Arschloch. Links ist eine Palette. Ach, ja, moin. Ich habe die Palette erst nicht gesehen. Ja, gut, okay. Dann guck ich mir die Map bei dir an. Ich habe keine Zeit, die Map zu begutachten. Gar keine, kein bisschen. Ich habe nicht einen Glenn gesehen, ne? Er ist ein richtiger Arsch. Richtiges Arschloch hinter, nur hinter mir her. Ja. Das ist wieder so ein Killer, der ganze Zeit nur einen will. Ja, ist Killer dumm. Ich hasse sowas. Weil sonst vielleicht gar keinen kriegt, das ist das. Ja, ja. Hatten wir doch auch ganz oft, ne? Als wenn wir, wo wir Killer gespielt hatten. Ich wünsche mir, dass seine Ärmel beim Wasche, Händewaschen runterfallen. Ganz einfach. Ah, jetzt bin ich dran. Auch cool. Ach so. Aber ich finde die Map finde ich an sich eigentlich richtig schön. Ach so, Kater Panda war bis eben gerade AFK. Auch nicht schlecht. Oh. Die ist jetzt gerade losgelaufen. Keine Ahnung, was die jetzt gerade die ganze Zeit gemacht hat. Die stand nur rum. Aber sie ist jetzt nicht mehr AFK. Sie kommt in deine Richtung. Das ist die Rothaarige. Samstag kommen die wieder nach Korin und schlafen in Nacht hier. Muss mal lesen. Er ist einfach ein Hardcore-Camper, Alter. Die Runde kannst du einfach vergessen. Aber ich bin viel weggelaufen, müsste ja trotzdem Punkte geben. Ich habe zwar keinen Glenn gemacht, ich kam ja nie dazu, aber ich bin in die Map reingekommen, ich habe direkt Herzschlag bekommen, er ist direkt hinter mir her, ich konnte die Map nicht begutachten, kein bisschen. Er hat auch keine geliehene Zeit gehabt gerade. Das ist natürlich auch nochmal doof. Aber wenn er die andere jetzt aufhebt, dann könnte er mich eigentlich holen. Dann hebt er nicht mehr auf. Er zockt, ne? Er hat Fenster auf. Und die sind wieder oben. Wo ist er jetzt hier? Also bei mir ist er nicht mehr. Ah, doch, da ist er. Ich hab nicht mal Puls. Die heilen sich gegenseitig, die kommen nicht mehr rechtzeitig zu dir. Das reicht nicht, leider nicht. Dann ist es so. Na gut, komm raus. Ja, Baby. Ja, du kannst einfach kein Überleben mehr spielen. Du bist beim Killer einfach besser. Jupp, wieder. Mach Zink drauf. Lisa. Zink mal. Das müsste da liegen.
Oder Nivea. Findest du da nicht? Ja. Ich hab den auch. Wir können ihn nochmal spielen. Die Map. Wir können die Map nochmal spielen. Ja, dann war los. Ist drin. Ja, wunderbar. Punkte sammeln, ne? Mal. Ist dann heute Morgen um 4 wach. Wenn ich morgens reif bin, ich um 5:30 aufstehen. Eigentlich müsste ich 45 hier los. Bin ich mal um 52 lang. Und du willst mal los. Nur 40 schon ganz schön. Gott sei Dank los. Ah, 40 Minuten soll ich vielleicht machen. 40 Minuten. Lasst den Chat doch auch teilhaben an eurem Gespräch. Na, ich habe doch morgen meinen Probetag. Ja. Yeah. Und habe gerade mit Lisa abgesprochen, wann ich aufstehe morgen früh, wegen Fertigmachen und so. Ach so. Und dass ich ja die Straßenbahn, also die S-Bahn, mit der 7.18 Uhr, nee, mit der 6.52 Uhr S-Bahn fahren muss. Und ja. Sag doch nicht S-Bahn, sag einfach Straßenbahn. S-Bahn, ja, S-Bahn sagt bei uns in Schwerin eigentlich gar keiner, weil es gar keine U-Bahn gibt. Ja, richtig, aber eine S-Bahn versteht vielleicht einer mehr, ne? Ja, das stimmt. Eine S-Bahn versteht einer mehr, der aus Berlin kommt, weil es S-Bahn und U-Bahn gleichzeitig gibt. Ja, es gibt ja nicht nur in Berlin S-Bahn. Ja. Ja, in Rostock auch. Naja. Ich glaube, Hamburg nicht. Oder? Weiß ich gar nicht. Nee, ich weiß es auch nicht. Hamburg habe ich noch nie Straßenbahnen gesehen. Noch nie. Ich auch nicht. Ich noch nie. Aber ich bin nächste Woche in Hamburg übrigens. Hä, Schatz, haben wir doch gesehen? Wir waren schon zweimal in Hamburg mindestens. Ach ja, doch, stimmt. In S-Bahn, ja, gibt's auch. Hamburg. Ja, gibt's auch. Ich fahr mit Matthias holen. Er will sich Garnelen holen für sein neues Aquarium. Das sind so eine speziellen Garnelen, die kriegst du nicht überall. Und da gibt's so einen Laden und und dann machen wir vorher uns einen schönen Tag, essen da irgendwas, gucken uns ein bisschen was an und dann kaufen wir die Garnelen und fahren nach Hause. Ja, perfekt. Perfekt. Hamburg ist echt schön. Ja, Hamburg ist eine schöne Stadt. Ja, hoffentlich ist das Wetter gut. Guckt euch den Hafen an, das ist echt schön. Ja, ich will die Elbphilharmonie auch sehen mal, in Wirklichkeit. Ja. Ist doch jetzt das neue Wahrzeichen. Ja, wir hatten ja Glück, wir waren ja in diesem einen Gebäude drin. Da war ja gerade dieses so eine Art Tag auf eine Tür oder so. Ja, was? Ihr wart in der Elbphilharmonie drin? In den Theater? Nein. Was für ein Gebäude? Das Gebäude, was daneben steht. Ah, okay. Dieses, oh, das der Speicher? Ich weiß nicht. Ich glaube, den Speicher meinst du. Ja, das was aus Glas alles ist. Ich weiß nicht, wie das heißt. Nee, das ist nicht der Speicher. Das aus Glas ist nicht der Speicher. Warte kurz, Lisa guckt einmal, wie das hieß. Da war Tag der offenen Tür und dann konntest du kostenlos rein. Ja. Ja, und dann sind wir da reingegangen. Es war echt schön, der Ausblick. Ist bestimmt jeden Tag Tag der offenen Türen. Vielleicht hast du dich geirrt und es ist einfach immer offen. Nee, das war nicht offen. Das war wirklich da einmal jetzt. Ja. Okay. Also bei uns wird jetzt kein Glück. Das war die Elbphilharmonie, Schatz. Ach, das war die Elbphilharmonie? Mhm. Ah, ja, und dann
Oh, da würde ich auch gerne rein. Einfach mal von innen das so anzugucken. Da fährt so eine riesige Rolltreppe hoch mit ganz viel Licht und so. Das war geil. Ja, riesig ist das. Mega. Krass. Und der Ausblick, mega geil. Ja. Krass. Ja. Ja, stimmt. Ja, da sind wir umsonst. Wir dachten erst, das ist, weil da so viele Menschen standen. Ja, und nicht so, okay. Ja, hey, komm, lass einfach mal gucken gehen. Michael Myers. Dann haben wir jemanden gefragt und der meinte dann, ja, das ist umsonst. Sie können einfach so rein. Und wir so, okay. Haben wir Glück gehabt. Ja, da haben wir Glück gehabt. Oh, bitte, jetzt der Killer nicht direkt auf mich. Ich hab einen Clan. In mein Haus. Ist der Clown. Oh, der Clown, okay. Ich hab mich gerade erschrocken. Wer kommt denn jetzt rein mit Glatze? Das ist Marcel Skorpion. Das ist die Erde, dieses. Ganz hohe, dieses. Wie so eine Klingel, weißt du, dieses. Okay. Kennst du diese Dinger, die sie hin und her schaufeln können? Diese Dinger da? Ja, so hört sich das irgendwie an. Finde ich. Bei Ihnen. Geh doch. Ich bin unten im Keller. Schwer zu finden. Ja. Es ist hinter ein Random her. Ja, ja. Die Tussi war eigentlich gerade bei mir. Okay. Weil sie ist rausgegangen mit dem Clown. Jetzt jagt er den anderen Typen. Ist hier ein Glenn? Hier ist tatsächlich ein Glenn. Ich hab schon meinen zweiten Glenn. Ja, meine ist über der Hälfte. Sie ist gerade bei mir irgendwo in der Nähe. Ich höre sie heulen. Okay. Okay, liegt. Nee, einfach geschrieben, okay. Wie beim Doktor, einfach geschrieben. Er hat den Doktor-Skill. Ja, er kann auch diesen komischen Staub da, kann er noch werfen. Ach so, ja. Okay, stimmt. Wie dumm bist du? Probier das übrigens nachher gleich mal aus mit dem Hoch- und Runterwippen. Ja. Oh ja, das geht viel schneller. Ja. Voll geil. Voll unrealistisch. Warum sie das gemacht haben, verstehe ich auch nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Alles hat seinen Grund, ne? Alles hat seinen Grund. Oh, jetzt liegen. Also, wieso schreist du so oft? Weil er mir diesen scheiß Staub da. Ah, okay. Ach, dann schreit man auch, ja? Ah, ja, dann siehst du kurze Zeit ja nichts. Wir haben gleich Rennen fertig. Ja. Oh, Vorsicht, er kommt zu euch. Ja, soll er kommen. Er nimmt den Außen am Zaun. Er nimmt den Typen den Außen am Zaun. Du kannst mich holen. Okay. Ich höre ihn ja immer noch sehr. Okay, ist hinterher, ne? Ja, er glaubt, ihr ist den anderen Typen hinterher. Sehr schön. Er kommt jetzt gleich wieder zurück. Wir müssen jetzt da lang. Und er kommt nämlich da. Oh ne, die sind ja beide verletzt. Wir sind alle gerade verletzt, außer du. So, einmal heilen alle. Ja. Hier ist gleich ein Jen. Oh, sorry.
Ja, alles gut, alles gut. Okay, kommt in unsere Richtung, Achtung. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich ihn weg. Ja, ich bleib hier. Er lässt sich nicht wegjagen. Doch. Er ist hinter mir, ja. Er hat gegengetreten. Läuft mal langsamer? Ja, man läuft langsamer, wenn man betäubt ist, ne? Ja, ja, ja. Hab ich gemerkt gerade. Hier auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Ja, ja, nee, ging nicht. Er ist hinter mir her und ich sehe nichts, weil er andauernd seinen Scheiß wirft. Ja, ja, das ist so dumm. Pisslich Fettwatz. Geh woanders. Okay, ist weg. Er tritt gegen den Jen und kommt zurück. Lauf am besten hinter das Haus. Auf die rechte Seite hier hin. Nein! Er ist so ein Pech aber auch, ne? Er kommt genau in meine Richtung. Ey, das kannst du nicht ahnen. Er läuft mir hinterher, alles gut. Okay. Die anderen beiden sind auf der anderen Seite, da wo wir gerade waren, beim Jen. Lass dich da heilen. Ich kann mich selber heilen. Ah, okay. Er geht jetzt dahin zum Jen. Reicht nicht zum Heilen. Ich bin bloß 90% geheilt, leider. Warte, er kommt zu dir, Robert. Eine ist im Haus und eine ist vorm Haus. Da, wo der. Wo der Clown ist, bei dem Haus? Ja, ja, ja. Okay. Jetzt kommt eine gleich zu mir, hoffentlich. Nee. Nee, er ist jetzt wieder bei mir. Er sucht euch. Ah, Mann. Aber die schaffen es nicht, zu mir zu kommen. Er geht wieder ins Haus jetzt? Er geht wieder ins Haus rein. Nee, er steht vorm Haus. Oh, Mann. Er wird gleich mein Blut sehen. Ich werde geholt und jetzt kommt er wieder zu uns. Geh am besten oben ins Haus, da war einer und da hat sich ein Schrank da versteckt. Okay. Wegen Heilen, meine ich. Ja, ja, unterwegs. Wo geht's denn hier hoch, Mann? Da. Hier ist keiner. Doch, du bist eigentlich bei ihm. Doch, du bist genau bei ihm. Perfekt, bin geheilt. Unten am Jet ist die andere Tussi. Mich könnt ihr nicht mehr holen, ich bin tot. Oh nee. Ja. Ja, die sind krank, ich bin langsam, ein bisschen langsamer. Ja. Ich hab ihn nicht bewegen. Wir sind zu dritt am Jet. Ja, ja, er kommt zu euch wieder. Muss aufpassen. Und am besten nicht immer gleich weglaufen, sondern erst irgendwo hinhocken, auch hinterm Baum oder so. Und am besten nicht laufen, dann sieht er nicht sofort dich, wo du... Ja, er hat mich ja gesehen, wo ich weggelaufen bin gerade. Ja, ich meine allgemein, meine ich. Wo ist der andere denn? Verdammt. Na, er muss einen anderen suchen. Ist hier oben einer? Keine Ahnung, ich weiß es leider noch nicht alles. Also da war sonst immer einer, ja. Ich muss mal gucken. Nee. Ist hier noch ein anderer Weg? Hier raus vielleicht? Ja. Shit, der nächste tot.
Auf jeden Fall müsste einer noch im Haus sein, normalerweise. Ja gut, ich habe auch einen im Haus gemacht. Ach so. Aber kann ja trotzdem sein, dass zwei im Haus sind, ne? Ja. Ich höre einen. Der ist fertig, ja. Ja. Das ist. Man hört ja, dass er fertig ist. Mhm. Und der war aber auch im Haus. Ja, unten im Keller ist das der. Ach so, der. Oh, da hinten läuft er. Na, er ist in der Mitte. Sie ist auch bei dem Bullen-Dossier, hier, ist sie. Ja, er ist aber gerade hier, der Keller. Na, sei vorsichtig. Ja, sie ist auf der anderen Seite. Sie ist auf der anderen Seite. Genau, auf der andere fällt eigentlich die Straße runter. Ja. Er kämpft jetzt die Gens ab. Sauber ist rechts. Ah, da ist ein Gen, hast du gesehen? Vor dir. Ja, ich sehe. Nicht. Seh nicht. Mit der Kamera da. Ach da, okay, ja. Der ist ja auch offen in Fläche, ey. Ja. Ja, die kämpft er jetzt ab, ne? Die geht dann immer mehr. Ja, er ist bei ihr. Genau da geradeaus ist sie bei dir. Im Haus. Ich versuche näher zu kommen. Ja. Guck auch auf die rechte Seite, ne? Da kann er auch sein. Hier hinter dem Busch. Ah, hätte ich gesehen. Oh, hat mich direkt gesehen, Alter. Och Mann. Und da ist auch die andere gleich. Och Mensch. Ja, sie macht den Gen weiter. Ja, das bringt mir ja nichts. Bringt mir ja nichts. Ich bin ja gleich. Ich häng ja gleich. Ja, sehr gut. Ah, schade. Ja, gib ein paar Punkte. Sie macht den Gen jetzt weiter. Mal gucken, ob sie dich holt. Weil sie hing noch gar nicht. Aber zu zweit ist das echt schwer. Ja, aber machbar. Ich glaube, die wird mich nicht holen. Ja, sie wird gerade gejagt. Eben. Schade. Er ist auch ein bisschen zu gut. Er kennt auch nicht, ne? Aber muss man nicht zugute heißen. Er ist ein guter Killer, ne? Ja, mit seinem komischen Scheiß. Ja, aber das gehört zum Spiel, ne? Er ist aber kein Camper, er ist kein unfairer Spieler, sagen wir mal so. Jetzt spielt wieder Lisa. Yeah! Ich dachte, die anderen wollen uns zukommen. Leon und Franzi. Du kennst das doch. Ja, kenn ich. Die wollten essen und dann kommen. Mhm. Belohnung. Was? Ja. Shit.
So, repariere insgesamt 4 Generatoren, das ist meine nächste Aufgabe. Hab ich auch genommen. Lol. Habe ich heute zu viele Storys eigentlich gemacht oder ging das nicht? Ich habe einen Kuchen. Hab den Kuchen. Keine Ahnung, musst Lisa fragen. Ja. Ja, sagt Lisa. Ja? Let's go. Wunderbar. Das ist eine geile Geschenkidee, die ich gemacht habe für Modi, ne? Ja. Habe ich mir so gedacht, ach, wenn ich ihr das schenke, dann kaufe ich mir halt auch einen. Das sieht total ungewohnt aus. Man kommt hoch und dann so, hä? Wow, sagt man denn so, ne? Ja, das ist übel auffällig auch. Und so, ja, oder? Ja. Aha, hier wohnt Jürgens. Ah ja, und sowas. Ja. Oder hier wohnt Herr Müller. Oder hier wohnt Schmidt. Ne? Das ist schon irgendwie geil. Ja. Schon geil. Das ist schon cool, ja. Mhm. Ich find's cool. Ist eine coole Idee, habe ich bei eBay gefunden. Ja. Sehr auffällig auf jeden Fall, ne? Sieht auch schick aus. Und geht auch mit anderen Farben. Er macht auch andere Farben. Das sticht gleich so ins Auge, ne? Man kann auch zum Beispiel rosa nehmen. Schweinchenrosa. Weiß kann man noch nehmen. Und ja. Vielleicht hole ich mir noch mal sowas für die Wand, einfach irgendwas. Okay. Ja, warum nicht? Er macht ja nicht nur Buchstaben, er macht ja auch andere Sachen. Ja, du kannst ja auch sowas wo die Couch steht, an die Wand dran machen. Home Sweet Home oder sowas. Oder für den Gaming-Platz oder so. Ja, das wird ja sowieso nie jemand sehen. Ja, doch, du. Ja, ich ja. Ja. Für mich. Das reicht doch. Also, so. Also, ich habe hier schon eine richtige Station aufgebaut. Zum Streamen quasi. Es sieht schon. Es ist schon sehr gemütlich, muss ich sagen. Tastatur sauber? Reden wir nicht drüber. Aber ich habe es in Planung. Ganz ehrlich. Yeah. Ich habe schon mit Lisa darüber gesprochen, dass ich dir so eine Tastatur-Dingsbums, Gummikack darüber dir kaufe, was du darüber legst. Ja, und dann? Ja, dann ist die nie dreckig, dann kannst du das Gummi abmachen und die sieht aus wie neu. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das passt nicht auf jede Tastatur. Nee, ich, nee. Ich habe hier auch Seitenknöpfe. Und die, ich glaube nicht, dass es die irgendwie gibt. Müsstest du den direkt für die Tastatur holen. Und ob es das gibt, weiß ich nicht. Ja, oder halt dieses Gummi mit Tastatur, ne? Hast du denn dazu? Ja, gut. Was soll das? Ich kann ja meine einzelnen Dinger ja mal raus. Kann die alle rausnehmen, wenn ich da Lust drauf habe. Okay. Ich kann alle einzeln rausnehmen. Dafür müsste er aber erstmal Lust haben. Richtig, ja. Dafür muss man Lust haben. Und die Lust hast du erstmal noch nicht. Nein, erstmal muss ich einen Panzer bauen von Matthias. Der ist schon seit Weihnachten hier und ich muss ihn bauen. Ach, den kleinen Mini-Ding, ne? Ja. Yeah. Hab ihn immer noch nicht angefangen. Ja. Läuft. Mhm.
Aber ich finde, wie Gnu jetzt aussieht, ne? Mit den Muskeln. Saftiges Gnu? Ja. Der hat 90-Tage-Challenge gemacht und Sport gemacht, damit sie ein Sixpack hat. Hat sie jetzt auch. Aber ich finde das unsexy. Ja, natürlich. Zu viel Muskelmasse ist bei einer Frau nicht hübsch. Also ihre Arme und ihre Schultern finde ich zu doll. Oh, alle wollten zur Kiste. Ja, moin. Drei Mann wollten gerade zum Kiste. Und die Kiste aufmachen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist die Porthexe. Hat aber noch keinen gefunden, ne? Doch. Doch, ist hinter jemanden her? Ja, sie war hier bei uns. Wir waren hier zu dritt. Hinter der Blonden da. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich kann das von hier schlecht lesen, den Namen. Das ist zu klein. Bokutu. Ich kann kein Englisch. Das spricht man eigentlich auf Englisch aus. Willst du mal auch kraulen? Ach komm, du bist so eine. Ich muss nicht kraulen. Ich muss nicht kraulen. Oh. Oh, schade. Sie hat mich verloren. Sehr gut. Okay, sie hat sich weggeportet. Ja, jetzt hab ich Puls. Bin am nächsten Gen. Ja, die ist bei uns hier. Ich sehe noch einen Gen. Oh, sie hat mich gefunden. Den Trick kennt man schon von alt, ne? Ja, man kennt diesen Palettentrick schon, ja. Dass sie wartet, bis du über eine Palette bist und sich dann spawnen will. Ja. Spawnen will. Das ist zu einfach. Oh, Robert, was machst du denn? Sie hat mich verloren. Diese blöde F. Kommt jemand? Nö. Achtung, die ist genau bei dir. Jetzt kommt jemand. Aber. Oh, wow. Ja, wow. Ja, dann können wir dich fix zusammen heilen. Ja, dann los. Ja, wenn sie mal. Nein, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht's nicht mehr. Wenn sie mal stehen bleiben würde. Wow. Oh.
Es ist so schlecht heute. Heute meine Skills-Checks sind nicht so gut. Alles gut, sie jagt mich. Mhm. Ah, sie macht meinen Gen wieder kaputt. Oh Gott. Ich hab ihn nicht gesehen. Lol. Sehr gut, wir sind am letzten Gen. Guckt auf die Aufgänge. Wie kommt es zum Gen? Ausgänge kommen jetzt. Ausgänge kommen jetzt. Sehr gut, nice. Wir gehen, ich gehe zum Link. Link, oh. Ich glaube, ich bin auch da beim Linken. Hat gerade kurz bei mir ein bisschen geleckt. Ich weiß nicht warum. Jetzt hat sie jemanden erwischt. Bin mal am Ausgang. Ja, ich hab den gleich auf. Ja, ich bin da. Ich bin da. Du hast einen Piepvogel. Wie schnell das ist. Das ist so bescheuert. Du hast einen Piepvogel. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. So wie er guckt. Die kommt. Wow, die ist von der falschen Seite gekommen. Lol, die war aber einfach beim Ausgang. Die ist rübergeportet durch den Ausgang durch. Ja. Alter Schwede. Wunderbar. Man will sich mal schlafen sehen, wenn ich abends ins Bett komme. Was ich mir sehr breit. Das wird gehört nicht. Oha. Ja. Und manchmal bist du wirklich quer. Mehr als quer. Der Fuß hängt quer oder was? Ja, wenn ich immer abends ins Bett gehe und Lisa geht immer früher ins Bett, wenn sie morgens um 4 aufstehen muss. Dann hängt der Fuß quer. Weil danach gehe ich ins Bett und die macht sich so fett im Bett, dann muss sie richtig rüber schubsen. Wow. Damit ich richtig, damit ich überhaupt auf dem Bett platt. Habt ihr kein 2-Meter-Bett oder wie? Ja, 1,40 mal 2, ne? Ah, das ist zu wenig. 1,40 ja, ist zu wenig. Ihr braucht ein größeres. Ja, wollen wir jetzt. Da habt ihr mehr Freiheit, weißt? Ja, ja. Hm. Ich, meins ist. Meins ist 1,80. Guck mal, ich hab ein größeres Bett wie ihr und ich bin alleine. Können wir tauschen? Ja, nee, das ist noch von deinem Vater, ne? Das Bett. Das Gestell. Ja? Ja, die Matratzen nicht mehr, aber das Gestell ist noch von deinem Vater, ja. Das ist noch das Bett von deinem Vater. Das ist bei mir jetzt schon 8 Jahre alt und da war dein Vater noch mit Dings zusammen, mit Katja. Ah, okay. Da waren sie noch das erste Mal zusammen. Ich hab mich verschluckt. Geil. Wieso warst du im Kühlschrank? Weil sie was naschen möchte. Naschi, naschi. Was ist das? Dann gehen sie. Alles gut, dann gehen sie weg. Du kannst ruhig schon ins Bett gehen. Hä, sie muss doch nicht. Sie muss doch nicht. Warum, ist sie schon müde? Ja. Trinken Energy! Trinken Energy! Du musst nicht ins Bett! Du musst nicht ins Bett!
Das ist nicht Pflicht. Das ist nicht Pflicht, heute ins Bett zu gehen. Ich habe immer noch einen Kuchen. Habt ihr noch einen Kuchen? Nee. Okay. Okay, dann nehme ich, den versiegelten Umschlag. Habt ihr den? Ja, ich habe einen versiegelten Umschlag. Da sind, glaube ich, fast 20 Stück. Let's go, hau rein. Das ja. gibt auch auf alle Kategorien Blutpunkte. 20 mal versiegelter Umschlag. Ja. Ich gehe mal schnell auf Klöchen. Hallöchen. Dann bin ich auch noch dran. Ja, vielleicht 20%. Bring ich die mit? Weil muss das nicht sein. Bis morgen zu Hause. Ja, ich muss ja trotzdem noch morgens mit. Und jetzt muss ich auch nachmittags machen. Ja, morgen ist Mittwoch. Ja, weißt du? Weil dann Donnerstag. Also, Erzähl, warum hast du deine Furze? Warum stinken die so? Warum? Hast du auf Arbeit irgendwas gegessen? Nee. Was denn? Was denn? Außer also, dass du mir einpackst. Ja, kann ja sein, dass eine Arbeitskollegin was irgendwas mitgebracht hat. Moin Meister. Warum stinken die so? Ich weiß nicht, das muss von gestern irgendwas sein, was wir gestern gegessen haben. Oder so. Nee, gestern haben wir? Ich was weiß es nicht. Was haben wir gestern gegessen? Ich weiß es nicht. Ich bin rausgeschmissen worden. Ja, ja, ich auch. Vom Horst getrennt. Bin ich der Horst oder was? Ja. Ja, ich habe aber nichts gemacht. Du musst wieder bereitrücken. Ja. Ich hatte vorhin auch einen kleinen Leck. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt tatsächlich. Mhm. Also in-game hatte ich ein kleines Leck. Weiß ich nicht, was das war. Guck mal, wie warm der ist. Normal. Nicht sonderlich warm. Das hatte ich doch nie. Nicht in Ordnung. Robert, Lisa, Durchfall. Was hat sie? Durchfall? Sie wollte, dass mir eigentlich in Ruhe. Sowas darf man in Twitch nicht reden. Alles gut, alles gut. Nichts sagen. Weil das ist leider verboten, über Italien zu reden. Ach, alles klar, sehr gut. Dann ab zur Toilette, schnell. Nein, heute Morgen nur. Ach so. Ja, man darf über Kacke nicht reden. Ja, es ist dumm, aber ist halt so. Ja. Man kann es so... Man sollte es nicht als Hauptthema und als Witz nehmen. Das ist das halt. Aber obwohl, Knossi packt ja auch Kacke aus, ne? In dem Sinne. Ja. Stimmt. Eigentlich müsste er dafür ja auch schon dreimal gebannt worden sein, ne? Ja. Jetzt heult Lisa rum und sagt, ich sag nie wieder was, jetzt fällt es ja in der Welt. Jetzt weiß es die ganze Welt. Genau, ich habe ja auch so eine Reichweite. Die ganze Welt weiß es. Okay. Ja, wunderbar. Sie hat mir noch was erzählt, aber das darf ich nicht sagen. Okay, dann ist ja gut. Das sagst du mir privat, ne? Schreib es mir mal bitte. Ja, ich schreibe das, Moment. Mhm, okay. Und schreib Skady auch mal an. Was ist los hier? Token. Du schreibst gerade, sehe ich gerade. Ja. Mhm. Oh, geht los. Was soll ich machen? Du schreibst bei mir übrigens immer noch?
Aha. Oh, das kenne ich. Weißt du, wann ich das gemacht hatte? Weißt du, das hatte ich auch schon mal. Aber das war natürlich, weil ich musste. Das war natürlich, ja, nein, weil ich extra ein Dings Abführmittel dafür bekommen hat. Na, es war eine Darmspiegelung. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich habe extra ein Abführmittel dafür bekommen. Und das war, Das und da, ohne es war wirklich wie Wasser, wirklich, ohne Mist. Ich habe das ohne Darmspiegelung Ja, gemacht. das ist denn unangenehm, ne? Ja. Ja. Aber musst du mir vorstellen, das zweite, was ich geschrieben habe, die Vorstellung, der Geruch. Nee, ich will jetzt gar nicht wissen! Wunderbar, gut. Ganz Gut, dass ehrlich, wir so. drüber geredet haben. Und jetzt ruft Skadi an sofort. Putzen die in die Hose gehen oder was? Stell dir mal vor, läufst du Stell mal vor, das Stuhl. geht in die Hose. Oh, die Beine runter. Hui. Okay, Schluss jetzt mit diesem Fäkalienhumor. Keine Ahnung, was mit Skaggy ist. Skady! Die muss ja auch bald pressen. Eine gute Überleitung, ne? Gute Überleitung. Der war gut, ja? Let's go. Ist hier ein Sie muss Zen? ja auch. Hier ist kein Zen, natürlich. Da ist ein Zen. Ein Zen hier? Oh, das war so dumm von mir. Wieder die Map, ne? Ah, ne. Ah, es ist der Geist. Es ist der Geist, es ist der Geist. Piss dich! Übrigens einen Hacken gebissen, wurde ich fertig gemacht. Gebissen? Ja, weil ich gelaufen bin und gemacht habe wegen der Spinne. Wie die Spinnen wegmachen. Hammer. Er ist bei mir. Sehr gut. Der Geist gerade unsichtbar oder ist er ist nicht unsichtbar? Er hebt gerade den Random auf Ja. und hängt ihn. Und kommt in meine Richtung. Da müsste oben ein Programm sein. Entweder da bei den Kisten.
Also da, geradeaus rechts in der Ecke. Pisst euch, Raben! Wunderbar. Oh. Stellen ist gleich fertig, meine? Ja. Drin war keiner, ne? Okay. Wo ist der andere Ausgang? Ja. Ich bin beim linken Ausgang. Beim linken? Ja. Anderer Ausgang ist offen. Ich bin da. Oh, Scheiße, nein, ich bin rausgegangen. Oh nein, ich bin zu weit gegangen, Steffi. Oh, heute bist du die Einzige, die tot ist. Nein, ich bin zu weit gerannt. Oh, es tut mir leid, Steffi. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich bin so ein Kameradenschwein. Ihr alle. Vorbeigegangen. Alle! Nein, ich war doch vorhin, ich wollte ihn doch ablenken. Ich habe mich doch schlagen lassen und alles. Oh Mann, nein. Und ich renn raus. Ich war zu dicht am Ausgang. Kameradenschweine. Oh, es tut mir leid. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Nein. Oh, schade, okay. Nee, wirklich, tut mir leid. Dumm gelaufen gerade. Oh, tut mir so sorry. Ich wollte wirklich nicht rauslaufen, glaub mir das. Mhm. Oh, Steffi, sei jetzt nicht so. Mhm. Oh Mensch. Was ist mit Skady? Oh, die ist reingekommen. Skady! Ah, die hört uns nicht. Skady hört uns nicht. Sie ist full mute. Skady und du, dein Auto, dein Freund. Hä? Kennst du nicht mehr die Deo-Werbung? Dea-Werbung? Dea! Nee. Wie ging die Werbung? Das ist... Doch, Dea! Dea, die Tankstelle. Dea hieß die. Das ist Dea. Hier tanken sie auf. Kennst du das nicht? Nee. Ja, das ist eine uralte Werbung. Das war doch mit Mr. Richie, der Checker. Keine Ahnung. Der Checker. Alter, die Dea. Guck dir mal eine Dea-Werbung an. Das ist so geil gemacht. Das war so eine Tankstelle. Da sind da 6 Leute. Und, oder waren es 4? Weiß ich nicht. Sag mal. Ist das bei euch normal, dass ihr, wenn ihr alle auf der 60 und auf die 40 zugeht, dass ihr immer wieder über alte Leute und über alte Musik redet? Wie kommst du jetzt darauf? Nein, das war jetzt einfach nur spontan, wegen Skady. Na, ich meine nur, weil Mama vorhin ja auch schon eine alte Musik gehört hat. Und Matthias. Ja, Matthias hat es angemacht. Matthias wollte das gerne hören. Also Matthias ist der alte Knacker. Der noch zurückdenkt an die 90ern und 80ern. Ja. Oh. Dein
Zeit ist das, die Steinzeit. Steinzeit, ja moin. Nur weil du da geboren bist. Ja. 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 Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Jetzt weiß jeder, dass du mindestens 22 bist. Hä? Achso, ja. Och Mensch, geh ins Bett. Wissen alle Leute in Instagram, wie alt du bist? Nein. Ah. Ah. Warum? Erst jetzt, wenn ich jetzt Geburtstag habe, dann wissen sie das. Aber nicht das Alter. Ja doch, wenn es auf der Torte steht. Willen. Ja. Ich würde jetzt so eine Zahl sagen, dass du eine bist. Du weißt ja, dieser... ne? Na, ich bin 30, das kannst du ruhig sagen. Ja, du bist bald ein 31er. Ein richtiger 31er. Woohoo, Baby. Blödmann. Was für ein 31er, geil. Du bist so ein Blödmann. Ich liebe dich auch. Daddy! Entmuten Sie sich bitte! Die kann uns ja gar nicht hören. Sie wartet bestimmt noch auf ihren Mann. Ah, ja, okay, dann drücken wir nicht bereit. Richtig. Ist doch eh noch nicht bereit, alles gut. Sie macht es wie Maria, die drückt erst bereit und dann kommt sie rein. Das ist der Maria-Move. Ja. Oder Abumgene. Wieso? Hä? Abumgene. Ja, und? Was hast du damit zu tun? Ich wollte den Nachnamen jetzt nicht sagen. Ist mir schon klar, aber was hat das mit der Gene zu tun? Naja, erst bereit drücken und dann auf den letzten Drücker reinkommen. Ach so. Macht er das auch, ja? Abumgene. Mhm. Ja, ich weiß, dass du Abo meinst. Nein! Ja, die Gene! Gene! Gen! Also ein Gen, meinst du, ne? Gen, Gen, Gene. Ja, so, perfekt. Nein. Mann, ich weiß doch, was du meinst, Steffi. Ich verarsch dich nur. Alter, manchmal denke ich, dass du manchmal blöd bist. Ah, das war lecker. Manchmal leuchtet es bei mir auf, aber ihr habt das trotzdem gehört, ne? Was, dass das lecker war? Nee, ich habe gerade gegoogelt. Achso, nö. Hat man nicht gehört? Nee, ich glaube nicht. Ja, im Stream hat man es gehört. Lass es jetzt nicht fallen. Skatey! Schön. Ja, wunderbar. Jetzt fragen wir erstmal, was gab's Leckeres zu essen? Ne? Ja. Und was gibt's zum Nachtisch? Einmal Killer ärgern. Ich kann wetten, das kam ja bestimmt bestellt. Oh, sie ist bereit. Okay, die ist auch bereit. Dann kommt sie wieder auf den letzten Drücker, wie Maria, absichtlich. Die wird gleich lachen, wollen wir wetten? Ach, jetzt hat er mal gewonnen. Hast du gehört? Mhm. Was findest du denn cool? Mhm, ja, nice. Freut auf den, ne? Ja. Ich warte, bis sie sich entmutet und dann schreie ich rein. Skatey! Den hab ich. Abdeckstift. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht an mir. Ja, wunderbar. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ist ja wunderbar. Das sehe ich genauso. Meine Güte.
Mensch, das dauert aber schon wieder lange. Das dauert ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Oh Mann. Ja. B. Ich habe ja gesagt, nicht A. Das hat ja irgendwie A. Ja, moin. Ja. Hat sich, man hat wirklich nur dieses A. Ja. Wichtig und richtig. Steady. 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 Die entmutet sich wirklich erst, wenn es losgeht, ne? Vielleicht. Oder noch gar nicht. Dass sie gerade nicht reden kann. Also schmatzt sie noch. Ist sie noch beim Essen? Ja, das vielleicht jetzt nicht. Glitzer, Glitzer. Nom, 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 nom. Oh, geht los. Skady. 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 Bindung. Let's go. Hallo. Daddy. Was geht? Hi, Robi. Hast du das genauso gemacht wie Maria? Einfach am letzten Drücker? Wie ich hier rankomme? Ja, nee, erst im Muten. Achso. Ich hatte noch eine Sprachnachricht gemacht. Ah. Ja, wunderbar. Ja. Wie war dein Urlaub? Was denn? Ich habe gesagt, ja, die Sprachnachrichten können manchmal 20 Minuten gehen. Oha, 20 Minuten, Alter. Da hätte ich echt keinen Bock, mir die anzuhören. Denke ich mir manchmal auch und denke mir so, oh nee, die hörst du später an. Denkst du dir, nee, später geht nicht, weil die ja später wieder doppelt so lang ist. Oh mein Gott. Erstmal Notizblock. Ja. Ach ja, wir haben heute Babysachen gekauft. Ui. Voll süß. Aber Unisex. Ja. Also wir haben einen blauen Strampler und einen rosan. Oha, da musst du ja einen zurückbringen. Was, nö, ist ja egal. Mhm. Also Hauptsache es ist kein Kleid, ne? Aber sonst ist es egal, was es anhat. Okay. Blau kann auch ein Mädchen anziehen, wenn es ein Mädchen sein sollte. Ja. Und rosa kann auch ein Junge anziehen. Ja, das machen aber nur Erwachsene mit Muskeln. Nur die ziehen rosa an. Quatsch. Doch, jedes Mal, wenn ich jemanden mit rosa sehe, hat er Muskeln. Leon hatte auch ein rosa T-Shirt. Er hat ja auch Muskeln. Nein. Leon! Leon, bist du da? Er ist noch in der Dusche. Ah, okay, hat er nicht gehört. Sehr gut. Ja. Gut, dass es für immer aufgenommen wird auf YouTube. Ah, das ist Hasi. Oh nö. Hasi hatten wir heute gar nicht. Hasi hatten wir heute echt noch gar nicht. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh drüber. Oh, Totem, ein brennendes Totem habe ich gefunden. Wow. Obi. Immer besser. Was ist denn da los? Ja, ich weiß es auch nicht. Du. Ganz in der Ecke. Ganz in der Ecke. Applaus! Clap in den Chat!
Chat in Chat? Clap in den Chat. Also klapp, klatschen, clap. Das ist ein Emote. Ich hab verstanden, Chat im Chat. Nee, ja, alles gut. Clap im Chat. Oh, Sasi. Ja. Sasi! Robert, du musst schon zuhören. Warum ist Skadi, bist du wieder aufgeregt? Ja, ja. Ich bin immer aufgeregt, wenn Skadi da ist. Ja. Du hast gerade nicht eine Runde verloren. Also wenn du jetzt verlierst, dann liegt es an Skadi. Wow. Ein Schwanger. Guck dir das an. Schon verletzt. Dann bist du anscheinend immer nervös, wenn sie da ist. Ah, die Stille sagt alles. Ja, er ist konzentriert. Nee? Wenn du auch schreibst, der Garten, das passt durch. Nein! Und fast alle Blümchen sind auch schon drin. Ja, hab schon gesehen. Auch Erdbeeren, ne? Ja, Erdbeeren, Paprika. Ich hab dich nicht vermisst, Masi. Den Hasen. Wer hat Kakao? Ich will auch Kakao. Jetzt sofort. Hier am Haken hätte ich gerne Kakao. Wir haben nicht von Kakao geredet. Achso, ja, dann ist gut. Aber jetzt hätte ich gerne einen Kakao. Sehr gut. Ja. Kriegst du. Lauf! Ich lauf doch schon. Lauf, Robert, lauf! Ich lauf doch schon, Mensch. Lauf, lauf, los! Die kommt! Die kommt noch. Ja, sie hat mich gesehen, alles klar. Sie ist einfach die obercoolste aller Zeiten. Bester Hase ever, ey. Wiggle, ich wiggle, ich wiggle, ich wiggle, ich wiggle, ich wiggle, ich wiggle. Ah, nee, schade. Ich hab sie zwar das erste Mal geblendet, aber gut. Und wie läuft's mit dem Killer sein? Sehr gut. Und mega! Ich schreib dir, Ghostface oder Michael zu spielen ist das Beste! Und das Beste! Du hast jede Runde gewonnen! Ja, wow. Geil. Jede Runde und du hast immer maximal 3 Stück bekommen. Ein vielleicht, weil du den nicht so schnell aufgehoben hast, sondern hat er sich natürlich weggekrabbelt und hast ihn nicht gefunden, weil du so blöd bist. Aber so an sich, jede Runde gewonnen, immer alles auf Max gehabt, Alter, der Beste, echt ohne Scheiß. Also das Geld hab ich gerne ausgegeben. Ja, es macht also, die machen wirklich Spaß. Ja, und ich weiß auch, warum immer Robert sagt, oh, er hat mich schon wieder gesehen, Ja, weil er nämlich dieses scheiß Talent hat, von Anfang an, das braucht er noch nicht mehr mit reinnehmen als Talent, das hat er schon immer drin gehabt, auch wenn er nichts mitnimmt. Dieses fucking Verfolgen. Wenn du das drückst, kann er dich sehen. Das ist so eklig, aber nur eine gewisse Reichweite. Sagen wir jetzt mal so. Oh shit, ich wollte. Okay, ja, Schatz. Sagen wir jetzt mal so, keine Ahnung, 20 Meter oder so oder 8 Meter oder sowas. Aber wenn du beispielsweise jetzt in ihre Nähe, seine Nähe bist von Ghostface. Sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, jetzt hier ein Boot oder so, hinter ein Haus oder hinter einem Baum. Der sieht das. Der sieht das, er wird dann als, das wird dann als Dings angezeigt, dass du quasi wie bei Überleben, dass der Killer quasi gerade in deiner Nähe ist, dieses Herzschlag. Das hat der Ghostface dann auch, aber bloß halt eine andere Melodie als für den Überlebender. Hey, da ist gerade ein Überlebender in deiner Nähe, such mal. Das ist so fies. Gemeine Killer, ja, wirklich. Und das braucht noch nicht mal. Und wenn du nachher noch diesen Talent noch mitnimmst, dass das Talent noch mal verstärkt wird oder noch mehr Reichweite, dann hast du gar keine Chance mehr. Das ist schon fies irgendwie, ne? Ja, klar. Also manchmal habe ich mit Lisa gesagt, okay, ich lass die jetzt mal gewinnen. Also ja, wir haben auch schon mal rumgeeiert. Und ja, wir haben auch schon ein bisschen rumgeeiert.
Weil er sich ja auch so hin und her ducken kann und sowas. Das macht dann halt auch manchmal Spaß. Er ist sogar nur mit dem Kopf durch die Wand, durch eine, wenn du beispielsweise jetzt in eine Tür bist, ne, vom Haus oder so, du willst von außen reingucken oder vom Fenster, dann braucht er nur mit dem Kopf. Nur mit dem Kopf guckt er so rein, so eine, weißt du? So um die Ecke gucken. Um die Ecke kann gucken mit dem Kopf. Und den, du siehst dann nur den. Das ist so geil. Mhm. Richtig krass. Und Michael ist auch richtig geil zum Spielen. Wenn du den gestalkt hast, dann der ist so schnell. Richtig krass. Ne? Ja, wenn aber du musst wirklich jemanden gestalkt haben, sonst ist der Arsch langsam. Ja. Wenn du, ich werde auf jeden Fall jetzt noch das Schwein holen und hier den Legion. Legion, okay. Genau. Die beiden hole ich mir auf jeden Fall auch noch. Das hat so Spaß, ne? Du musst dir das ganz teilen. Ach, alles gut. Oh mein Gott, ich dachte, der Jen knallt gleich wieder. Ich traue gar nicht, jetzt anzufassen. Warum? Ja, wenn ich gleich wieder loslasse, dann. Den brauchst du ja nicht. Ätzend. Der Gen läuft automatisch rückwärts. Ach, meine Fresse! Was macht die denn auf einmal hier? Ich glaube, sie ist beschäftigt. Jo, ich glaube. Ich bin schon wieder verletzt, Mann. Die war da oben. Ich habe mich die ganze Zeit versteckt. Und ich höre sie die ganze Zeit. Ich höre sie einfach die ganze Zeit. Sie geht kein Stück weiter weg. Und dann ist sie auf einmal trotzdem da. Ätzend. Ich hasse Hasi. Oh, da ist sie schon wieder. Ich könnte kotzen. Und ich bin verletzt. Wo bist du denn? Ich bin da bei der. Bei dem Labyrinth in bei der Mitte. Jawohl. Ja, in beim Runterfallen kann sie zuhauen. Alles klar, Beste, ich bin tot. Das hat aber, glaube ich, jeder Killer. Wenn du nämlich runtergehst von irgendwo hoch und er kann dich in der Luft aufhauen. Das ist dumm. Das ist absolut dumm. Wickel dich. Ja, ich wickel die ganze Zeit. Ich wickel die ganze Zeit. Sieht man nicht. Doch, ich wickel die ganze Zeit. Dafür liegen jetzt wir. Lauf weiter. Ich lauf. Okay, sie hebt uns auf. Sehr gut. Ich mach einen Gen. Wo ist andere? Guck mal. Ich mach keinen Gen. Ich hab's verkackt. Ja, die andere segnet gerade oder macht gerade einen Totem. Ja, ich komm zurück. Nee, ich glaub nicht. Du musst gar nicht holen. Ja, ich bin unterwegs. Ah, Truhe, ja, okay. Oh, ganz die andere, glaube ich, kommt. Alles gut, geh weg. Nee, ich darf nicht kommen. Doch, geh. Ja, ihr sagt, stopp einmal, stopp, ich soll nichts machen. Oh, nee. Ja, sie heißt hier noch geschlagen. Da, wo es gerade lang geht, ist gerade der andere. Ich kann mich nicht befreien. Ja, das steht da nicht, ne? Nee. Ja, sieht. Stimmt. Danke. Bitte. Heilt euch. Ja, komm mit, hier hinter den Stein. Ja, da sieht sie euch nicht. Nö. Definitiv nicht. Sieht sie auch nicht. Wir sind eins mit der Map. Ja, wir sind eins mit der Map. Ja, perfekt stehen geblieben, ne? Moin, was geht? Ne, hier schon. Ach, Alter, wie ihr mich noch gerettet habt, krass. Ruhig. Ich hab mich schon tot gesehen. Real Talk. Oh, ja. Da kommt sie, die hört uns aber nicht, ne? Hört? Die haut ab. Die haut ab. Statt dass sie mich mitheilt, ne? Das geht viel schneller. So dumm. So, hier ist direkt ein Gen. Oh, sie kommt, ne? Na, der Remnant macht gar nichts. Der wollte nur geheilt werden und ist abgehauen. Manchmal hört die auch ein paar Sekunden auf zu singen, ne? Und dann ist sie auf einmal da. Gibt's dafür auch einen Perk? Dass sie auf einmal aufhört zu singen? Keine Ahnung.
Ich hab Hasi jetzt nicht mehr gespielt oder so. Nee, Hasi mag ich gar nicht spielen. Nee, die ist richtig schwer. Hä, die also spielt doch jeder. Ja, ich finde sie aber schwer zu spielen, ey. Warum spielen die denn so viele, wenn sie so schwer ist? Skelly liegt, wir müssen Skelly noch holen. Geh du den Ausgang aufmachen. Okay, ich bin unterwegs. Ich bin beim rechten Ausgang, glaube ich. Ach, ich weiß welchen. Der beim kleinen Bootchen. Ach, okay. Der Wende macht gerade auf. Ja, versteck dich, sie kommt zu euch. Ja, ja, ich gehe im Schrank. Okay, der Random ist einfach geflüchtet. Beste Leben. Na gut, er wurde ja auch gejagt. Bist du hier? Ich bin hier. Ich war im Schrank. Heilen, heilen. Ja, ich komme nicht ran. Dein Arsch war im Weg. Oha! Was war das für ein Front? Das sieht so schnell aus, ne? Ja, das ist irgendwie komisch. Ich bin schon rausgelaufen, ihr steht und ärgert die noch, oder was? Ne, sie kommt jetzt langsam. Okay. Ich guck euch zu. Moin! Wow, zielsicher. Ja, zielsicher mit Taschenlampe, aber... Rausgeschlagen! Ja. Rausgeschlagen! Ich bin ja ganz weit, ich bin ja ganz nah an Ösch. Ja, ja, so mach ich das auch immer. Und ihr sagt immer, hör auf, Robert! Hör auf! Aber ihr macht's selber. Ja. Ja, perfekt. So, meine Damen und Herren. Das. So sieht's aus. Und das kommt nämlich morgen. Der Preis ist heiß. Kommt morgen. Da könnt ihr es das erste Mal wieder nach 20 Jahren hören. Auf RTL, 20.05 Uhr. Ich mach gerade Werbung, ja? Für den Preis ist heiß. Unbezahlte Werbung. Hashtag Werbung bitte in den Chat. Nee, morgen kommt das wirklich. Und ich will es selber hören. Wenn er das wieder sagt. Meine Damen und Herren, das Rad. Dim, 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 dim. Kommt dann immer die Melodie. Und du musst immer die 100 drehen. Bei der 100 hast du, ich weiß nicht mehr, was man da gewonnen hat. Aber irgendwie den Hauptpreis auf jeden Fall. Also ich gucke das morgen auf jeden Fall. So nebenbei zumindest. Ich werde wahrscheinlich nebenbei streamen, aber... Ich werde es trotzdem gucken. Ich will mal gucken, ob das in der heutigen Zeit überhaupt noch reinpasst. Ja. Weil für damalige Verhältnisse war es geil. Aber ist es heute noch geil? Das ist die Frage. Fragen über Fragen. Ja. Und niemand hat die Antwort. Man muss auf jeden Fall beim Preis des Heiß ein Gegenstand schätzen. Alle, also vier Kandidaten müssen einen Gegenstand schätzen, aber man darf nicht überbieten. Wer überbietet, ist direkt raus. Das heißt, ist da eine Waschmaschine, die kostet normalerweise so 1200 Euro. Du gibst 1201 Euro rein, bist zwar näher dran, aber es zählt nicht, weil du hast überboten. Das heißt, du bist raus. Du darfst nicht überbieten. Du musst am nächsten rankommen an den Preis. So funktioniert das. Da kennt sich jemand richtig gut aus. Ja, ich kenne das noch. Ich habe das damals geguckt. Ich kenne das noch. Momentan ist ja sowieso so eine Remake-Kacke. Ruckzuck gab es schon als Remake. Den Song gibt es als Remake. Ja, es gibt so viele Sachen als Remake. Es gibt jetzt viele Quiz-Shows jetzt, ne? Ja. Aber viele halt aus den 90ern, ne? Und genau, Familienduell gab's auch wieder als Remake.
Familienduell war damals geil. Hast du immer Punkt 15 Uhr bei RTL immer Familienduell geguckt. Das war mega. Das hat damals noch Spaß gemacht. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie eine Farbe aus den Tuschkasten. Und dann musst du sagen, grün, gelb, blau und was die Zuschauer dann gesagt haben, steht dann da oben als meistes. Du musst einfach nur wissen, was die Zuschauer als meistes gesagt haben. Nicht, was wirklich stimmt, weißt du? Auch richtig geil. Ich gemacht hatte. Aber es sind halt alte Shows. Ich glaube, die kommen heute nicht so gut an. Also ich glaube nicht, dass der Preis des Reis gut ankommt, aber ich werde es trotzdem gucken. Die das schon kennen, ne? Ja, ich kenne. Die werden wahrscheinlich den gleichen Spielablauf machen, ne? Erst am Anfang den Preisraten halt, ne? Keine Ahnung, ob sie da richtig Werbung mit reinbringen oder so. Müsste eine halbe Stunde mit der Bahn und dann nochmal eine halbe Stunde mit dem Bus. Das Ding ist ja auch, dass sie denselben Moderator genommen haben. Ja, es ist Harry Weinfold von damals. Mit der Slimfast-Werbung. Das kennt ihr gar nicht mehr, Slimfast-Werbung, ne? Harry Weinfold war früher mal sehr, sehr dick und dann hat er Slimfast genommen, angeblich. Aber er hat wahrscheinlich was anderes genommen zum Abnehmen. Und damals, das war dann so gang und gäbe, oh, die vielen Rentner haben sich gedacht, oh, der nimmt Slimfast, das muss ja funktionieren. So hat Werbung damals funktioniert. Ja. Ja, Slimfast-Werbung, Alter. Gibt's heutzutage gar nicht mehr, weil es gar nichts gebracht hat. Und es ging so nicht, das würde. Ja, es ist Harry Weinfold wie damals. Aber es ist auch Jörg Dregel. Nee, Jörg Dregel war der andere. Der Sprecher von damals. Ich hoffe, das ist auch der Sprecher von damals. Der war auch im Dschungelcamp. Ja, und der war auch bei Promi Big Brother drin. Vor 2 Jahren. Oha. Der braucht Geld. Ja, der braucht Geld, richtig. Er wollte ja immer berühmt werden, aber er hat es leider nie richtig geschafft. Er wollte immer berühmt werden. Ich weiß ja jetzt gerade nicht seinen Namen, aber ich hoffe mal, er ist dabei. Das wäre krass. Das war Straße machen, aber. Das wäre krass, wenn die beiden wieder dabei wären. Nein, die oben auf dem Highball. Das wäre. Osterkörbchen. Das werden halt wirklich viele alte Leute wirklich wieder gucken, ne? Weil sie das von früher kennen. Ja, das glaube ich auch. Ja, Oma wird das auf jeden Fall gucken. Wenn es so richtig sein würde, so wie jetzt Flamme, würde es trotzdem mitmachen. Das ist aber krass, dass ich die ganze Zeit das immer gesagt habe hier im Chat, meine Damen und Herren, das Rad, ne? Und jetzt kommt es auf einmal wirklich wieder, ne? Als ob die das gehört haben. Ja, Mann. Wir müssen das extra für ihn. Ja, Mann. Machen. Ich war es gewesen. Ich war der Messias. Wir haben richtig eben den coolen Move gemacht. Wir haben Robert gerettet. Oh ja, das habt ihr. Wir haben andauernd sich uns vor Hasi gestellt, vor dem Haken. Da sind zwar beide umgehauen, Lisa und mich. Ich habe mich freigewickelt dabei. Robert. Ja, Robert freigewickelt. Geil, ne? Oh. Oh, echt jetzt? Immer 2 Stunden warten, bis der nächste fährt, wenn ich einen verpasse. Eddie hat jetzt heute ihre Theorieprüfung gehabt für Führerschein. Oh, schade. Ich habe gedacht jetzt, Aline hat Internet. Wolltest du ja, gerade sagen. Hat sie auch. Hat sie auch? Sie hat auch Internet? Router kam heute. Let's go! Muss sie aber erst abholen. Schade. Okay. Aber sie hat die Theorieprüfung bestanden, ja? Ja. Let's go. Sehr gut. Donnerstag muss ich auch die Daumen drücken. Für Tobi und für Nessa. Für Tobi und für Yvonne. Tobi hat dann seine Prüfung. Irgendwie so. Und Bonnie macht ihre Dings. Da schnell, wie heißt das? Nein, so, dass sie die Chefin wird. Naja, ist sie ja schon, aber Leiterin Ausbildung quasi bekommt. Ach so. Ja, und das ist auch, ja, das Chefin ist beides. Ich glaube, Chefin ist sie nicht mehr geworden von der Abteilung. Doch, ist sie.
Sie ist Abteilungsleiter da. Sie ist Abteilungsleiter, doch, doch. Also, nicht Abteilungsleiter, sondern Leiter von dem. Von der Dings, von der Bäckerei halt. Ja. Oh Mann, es wird mal wieder Zeit für einen freundlichen Killer, ne? Ja. Das wäre mal eine sehr, sehr gute Abwechslung. Oh, es ist der Trickser. Ja, es ist der Trickser, ja. Moin. Das ist scheiße. Die machen das auch immer so aggressiv. Ich finde, die spielen alle irgendwie gleich. Ja, Mann, es nervt. Hauptsache immer schön ein Messer werfen. Ohne Sinn und Verstand. Ja, Mann. Ja, vor allem die treffen auch immer. Ja. Und rumcampen. Ich würde echt gern. Ich hoffe, die patchen das irgendwann rein, dass man hört, von welcher Richtung der Killer kommt. Ich hoffe, dass mehr die irgendwann mal patchen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich gewollt, dass man es nicht hört, ne? Oh, hat er Fokus? Kann das sein, dass er Fokus hat? Von Michael Myers? Oder? Es hat sich eben so angehört. Ja. Jemand beim er hat sich neue Schwerter geholt. Also Messer. Ich mach den Glenn hier fertig. Er kommt, Robert. Nein, er kommt nicht. Nein! Och, sag das doch nicht. Mensch! Jetzt, wo du es gesagt hast, kommt er sogar. Ja, aber wir kriegen ihn noch fertig. Richtig. Oh, ich bin direkt irgendwo gegengelaufen. Es kann nicht sein, Alter. Oh, meine Fresse! Aber wir haben Glenn noch fertig. Hör auf zu lachen, Junge. Ob das so gut ist? Ich habe geliehene Zeit. Ja, ich weiß. Ja, ist aber trotzdem wieder hinter mir her. Er wirft schon wieder Schwerter gegen mich. Er hat zu viel Minecraft gespielt, glaube ich. Ein 14-Jähriger ist das. Wo ich liege, ist Gardi im Haus, Robert. Ich seh dich nicht. Kann ich nicht sehen. Komplett anderen Seite. Nein. Nee, das ist Robert. Mach's gut. Robert ist gerade im Haus. Ich bin im Schrank gerade gegangen. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen und geht trotzdem im Schrank. Das geht gar nicht. Kann er gar nicht gesehen haben. Oh, so ein Penner. Er kann mich nicht... Diese Perks geben einen so auf den Sack, ne? Man weiß echt nicht, welche Perks man hat. Ey. Sie ist ja schon ins Bett? Ja. Die ist so müde. Oh, die wird heute schlafen wie Baby, weil sie weiß, sie muss morgen nicht los. Ja. Echt? Ja, hat Urlaub. Urlaub. Oha.
Aber nur 3 Tage. Naja, aber das ganze Wochenende halt dann. 5 Tage eigentlich. Ja, ja. Und dann hat sie bis Ende Mai wieder arbeiten durch und dann hat sie wieder 2 Wochen Urlaub. Und den nächsten Urlaub hat sie erst wieder im August. Oh Gott. Oh nein, er kommt. Oh, es wird offen. Lauf, lauf, lauf. Nein! Nein, ich bin hängen geblieben an der Couch! Nein, ich bin tot. Weil ich hängen geblieben bin, geistig. Bin schon wieder geistig hängen geblieben. Bin ich mal gespannt, ob sie mich holt. Ja, eigentlich schon. Mich hat sie auch geholt. Ja, okay, sie kommt. Oh, ups, ah. Gesundheit. Gesundheit! Na, er hat sie, glaube ich, gesehen. Ja, man sieht ja die Kratzspuren. Gut gemacht. Hat sie gut gemacht. Von Robert. Warte, ich hol dich gleich rein. Ich muss noch spielen. Sie heißt auch noch Pro, ne? Übrigens. Sie ist Pro. Ja. Ah, das war nicht so Pro. Das war nicht so Pro. Ja, sie hat dich gerettet. Jetzt musst du sie wahrscheinlich auch retten, ne? Jetzt hängt sie da auch noch. Rette sie ein! Oh, so knapp davor. Oh, okay. Aber wir haben es wenigstens beide nicht geschafft. Ja. Aber ihr habt fürs Team gekämpft. Einladung gestellt. Leon! Kommt auch mal dazu. Das ist ja krass. Seit 4 Monaten hat er nicht mehr mit uns gezockt. Ich glaube, das war vor Weihnachten das letzte Mal, ne? Keine Ahnung. Geh mal schnell auf Klöchen. Hallöchen. Der Pro-Dings, ne, der da mit uns gespielt hat, hat geschrieben, Noob Camper. Lösch DBD und spiel Mario Kart. Du bist nicht online. Hm.
Ja, du kannst nicht mit jeder Folie spielen, die ich hier jetzt habe. Da ist er wieder. Na? Hat er Instagram? Hat er? Instagram, Discord meine ich. Was laber ich mit dem Scheiße? Leon, oder was? Ja, ja, ob er auch ein Ah, da ist er. Ja, ja. Da ist er, der Blackstar. Wunderbar. Ja, oha, laut. Hast du das absichtlich gemacht gerade? Nee, was denn? Oha. Ist er bei euch auch so laut, so überschrien? Haben sich das gegen Bund gehalten. Ach so, okay. Leon, wie geht's? Ja. Wie war der Urlaub? Gut. Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. Perfekt. Wir warten. Schön. Ja, da haben sie bestimmt schon erzählt, wie der Urlaub war, oder nicht? Ja, ich hab's auch gesehen, mit dem Wasserfall, wo ihr mit einem Auto durchgefahren seid. Das muss schon ein cooles Erlebnis sein. Das sah schon, schon geil aus. Hab ich auch gefühlt, im Moment. Ja, ja. Aber beim ersten Wasserfall sind wir per Zufall durchgefahren. Ja. Jetzt sind wir nochmal umgedreht, sind nochmal durch. Sind umgedreht, sind nochmal durch. Ja, ja. Aber hat man da nicht Angst, dass da auch eventuell ein Stein mit runterkommt? Ja. Ja, ja, ganz doll Angst gehabt. Da waren auch Schilder davor, dass Steine runterkommen können. Ja, ja, es lagen auch, da wo der Wasserfall aufgekommen ist, auf der Straße lagen auch über Steine. Also da hatte ich schon ein bisschen Bammel. Ja, ja, ja. Fühle ich schon. Sind ja nur 600 Euro. Ja, das stimmt. Im Worst Case, ja. Ja, aber die Gesundheit, wenn da mal so ein richtiger Brocken kommt, dann hilft doch das Auto nicht. Das Auto hält auch ein bisschen was weg, ne? Ja. Ja, es sah schon nice aus. Wart ihr auch oben auf den Bergen? Also da, wo es ganz kalt ist? Den höchsten Berg war ja, Leon. Ja. Mhm. Habt ihr auch von Fritz Meinecke das Baumhaus gefunden? Ihr kennt das, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, aber das ist so, das Madeira ist so riesig. Ja, ja, das stimmt. Kannst lange warten, suchen. Hm. Lange warten auf das Baumhaus. Habt ihr Unge gesehen? Nee. Ja, Unge ist ja meistens sowieso nur zu Hause. Naja, ich weiß, er ist ein Stubenhocker. Hast du meinen Saft geklaut? Oha. Der schmeckt scheiße, ja. Ja. Wunderbar. Der schmeckt scheiße. Ja. Regenbogenkarte. Damit kann ich nicht umgehen. Aber ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Taddel und Adi. Habe ich Adi gesehen? Taddel kenne ich ja. Taddel hat einen besten Freund, der heißt Adi, und den habe ich mit seinem Sohn gesehen. Aber ich wollte ihn nicht ansprechen, da war so unter Zeitdruck. Ah, okay, okay. Ja, es ist ja auch immer unangenehm. Es können ja viele ihn ansprechen. Aber es ist gar nicht so viel auf Madeira. Ungesagt, so oft bist du da gar nicht angesprochen. Also, vielleicht hättet ihr das ja doch machen können. Aber wenn sie jetzt gerade so sehr in Zeitdruck aussahen, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht ansprechen. Ja, der hat sein. Er war beim Einkaufen und das ist sowieso dann blöd. So. Hat da jemand Schluck auf? Das ist Steffi. Ja. Sie denkt an, jemand anderen und küsst einen. Ja. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich habe tatsächlich auf TikTok jemanden, der macht so Knigge-Regeln. Ja. Yeah. Und der hat auch erzählt, wie man einen Osterhasen zu essen hat. Oha! Er hat gesagt, man macht eigentlich ganz vorsichtig die Folie ab. Auch so, wie sich das so gehört. Nicht einfach so abreißen, sondern so Stück für Stück. Und dann vorsichtig stückweise abbrechen. Und dann nicht schlingen, sondern wirklich langsam in den Mund genießen. Dann dachte ich mir so, ich mach den Kopf ab. Einfach reinbeißen. Zu Ostern gibt's bei mir auch immer einen Hasen. Im Ofen.
Oh, böse. Ich esse nicht mal Hase, Mann. Ich weiß überhaupt nicht, wie ein Hase schmeckt. Ich habe aber gehört, es soll sehr zäh sein. Wie Hühnchen. Nee, es soll zäher sein als Hühnchen. Nee, finde ich nicht. Du hast Hasen gegessen? Ja, logisch. Oh, schäm dich. Und du hattest ein Duplo. Was? Ja, Duplo esse ich auch. Ich meinte ja, den Duplo, der heißt doch so. Lebt der überhaupt noch? Ja, der lebt noch. Okay. Wunderbar. Naja, Duplo war ja nur sie, ne? Ja, ist ja egal. Ist doch egal, ob er oder sie Duplo halt. Es gibt auch Duplo, weiße Schokolade und schwarze Schokolade. Ist ja auch richtig, sie ist auf jeden Fall richtig fett geworden. Okay. Also hat er bei dir nicht so viel bekommen, soll das das heißen? Ah, bei mir war er ein Baby. Der war im Front, ne? Das war ein Baby. Jetzt ist sie ausgewachsen. Wunderbar. Leon, kannst du das Spiel überhaupt noch? Nein. Sehr gut. Also das Spielprinzip geht so. Wir sind ja. 4 gegen 1. Ja. Wir machen Generatoren. Ja. Und flüchten. Ja. Und verstecken. Ja. Wie ich das jeden Tag mache. Wunderbar. Ich gehe auf Arbeit. Flüchte erstmal vom Bett. Liest dich im Klo ein. Ja. Ja, genau. Und der Glenn ist das Auto, ne? Was denn? Ich sag, der Glenn ist das Auto. Aber es ist schon mit einem Kabel rum. Und wo ist der Ausgang? Hast du den schon gesehen? Und welchen Killer habt ihr auf Arbeit? Ist es Hasi? Aber davon haben wir Gott sei Dank nicht so viele in der Werkstatt. Ja, dann ist ja gut. Dann könnt ihr in Ruhe eure Glens machen, sagst du. Gut, dass wir drüber geredet haben. Manchmal schreit er auch mal rum. Ah, okay, ja, das kenne ich. Mache ich auch oft. Ja, so wie mein Nachbar gerade hier hat auch rumgeschrien, weil er bei Warzone gut verloren hat. Meine Güte, ey, dann hörst du bis sonst was wohin. Warzone, echt? Ja, ja. Ich möchte nicht wissen, was meine Nachbarn sagen, wenn ich hier rumschreie. Oh, den hörst du. Und die sind auch gerade dagegen gehauen, weil er zu laut war. Ich habe das Gefühl, es ist auch schon wieder Hasen. Man hört auch richtig, wenn er seinen Controller hinschmeißt. Also das ist der Wahnsinn, ey. Okay. Das ist eine komische... Ich kann es nicht deuten, wer das ist. Irgendein Bunter. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen. Es hat sich, glaube ich, angehört wie die Legion, weil es war so eine Rockmusik. Ja, es war ein schneller Bunter, das könnte die Legion sein. Ja, aber Ghostface hat auch jetzt eine neue Melodie. Ja, es war aber keine Melodie. Ich habe ja gesehen, wie er schnell mit einem Messer nach oben gehalten gelaufen kam. Das ist ein Bunter. Ja, er kann ja auch bunte Sachen anhaben nur. Ja, aber er hält das Messer so nach oben. Das ist die Legion, bin ich mir ziemlich sicher. Killer ist das. Ja, ich sehe es auch nicht mehr. Es ist weg. Wir kommen dich holen. Ja, ist die Legion. Das ist die Legion. Ja, sag ich doch. Krasse Musik. Die Musik ist einfach beste, ne? Hallo. Na? Danke. Nö. Dann weg. Ja, großartig. Ich muss mich selbst genesen. Wieso macht er mit einem Schlag, dass man sich sogar selbst genesen muss? Ist das auch wieder ein Perk? Oh Gott. Das ist neu. Oh Mann. Oh Gott. Sie kommt. Ich weiß gar nicht, wie man das Spiel spielt.
Der ist genauso laut wie der alte hier, den ich hab. Der ist genauso laut. Oh mein Gott. Das ist schlecht. Hebt er nicht auf? Nee. Hey, jetzt ist bei mir. Er will mich auch noch im Boden haben. Ach, Scheiße, ich bin stehen geblieben. Mensch, nicht stehen bleiben. Körperinteraktion stand da gerade. Ui. Achso, da ist noch eine krank. Komm, ich heile dich. Sie sieht doch. Sie kommt. Robert, du bist direkt zu ihr gelaufen. Absichtlich. Ich wollte ablenken. Ja, sie rennt Steffi hinterher. Sehr gut. Also nicht gut, aber. Geht jemand Skady holen? Ja. Ja, ich bin da. Aber sie ist auch schon irgendwo hier. Wir haben erst zwei Gens, ne? Legion ist schon echt hart geworden, ne? Oh, jetzt benutze ich meinen. Ja, als ob der so schnell ist, ja? Ja, die wurden alle verschnellert. Ah, oh, sie kommt. Oh Mann, der weiß, wo ich bin! So ein Penner! Und er ist schon schnell, ne? Holy shit! Ist es nicht der, wenn er einen antickt, weiß, wo alle anderen sind? Ja. Oh, ich muss mich selbst genesen. Dann sterb ich. Wenn er das auf lila hat, kann er bis zur 15 Sekunden oder 16 Scheiße, Sekunden... Scheiße, Mann! Ja. Boah, ich sag euch so, wie es ist, die Legion macht keinen Spaß. Du musst dich genesen. Ich weiß das, aber ich wurde wieder gejagt. Ja, sie ist jetzt bei mir. Mhm, jetzt genese ich mich. Jetzt bei mir. Ja. Und ich fliege. Oh, die Legion ist hart. Ja, jetzt kommen die ganzen harten Leute hier. So am Mittag, frühen Nachmittag kann man echt spielen. Da kommt man gut leveln. Die kommt zu euch? Ja, wissen wir. Ich komm. Noch vor mir. Ja, ich sehe sie. Richtiger Arschlochkiller, ey. Komm zu dir. Ja, okay. Er ist hinter mir her. Er ist so schnell, du kannst nichts gegen ihn machen. Du kannst nichts gegen ihn machen. Man kann nur versuchen, irgendwie auszuweichen, dass er da kurz erschöpft ist. Hat der denn auch für eine komische Kopfbedeckung auf? Das sind Haare. Glaube ich. Nee. Glaube ich nicht. Das sind nicht immer so blonde Haare? Nee, das sind keine Haare. Wirst du ja gleich sehen, wenn er hängt. Das klingt schon so, als wenn wir alle verlieren heute. Kein Problem. Ja, sehe ich. Also das ist neu. Du bist einmal geschlagen und dann das zweite Mal geschlagen, dann bist du erst gelb und dann liegst du erst, ne? Oder wie funktioniert das? Ja, du musst dich erst selbst genesen. Und dann kannst du nur einmal wieder geschlagen werden. Genau. Schnell weg hier.
Sind halt wieder zwei Schläge. Ja, ja. Wie immer. Dafür ist aber auch extrem schnell. Das macht es wieder kompensierter, diesen Vorteil, diesen Nachteil wieder. Das sind ja zwei Nachteile für uns. Dass wir beim ersten Schlagen, dass wir uns schon gelesen müssen. Ja, ja, safe. Stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Ach du Kleiner. Schon das vierte Mal, dass ich mich selbst genesen muss, ne? Schon das vierte Mal. Er schlägt einen immer, aber dann jagt er einen nicht mehr. Keine Ahnung, will er Punkte sammeln? Ich weiß es nicht. Oder er hat was anderes gehört und will woanders hin? Das glaube ich eher nicht. Oh nein. Ich habe eine Palette umgekippt, bin ich blöd. Ja, solange er den nicht hinter dir her ist, ist alles gut. Ja, jetzt ist er wieder hier. Ah, ja, kannst ja rüberspringen. Hab mich am Totem geheilt. Nur noch einen Generator. Okay. Ich sehe einen. Ich laufe dahin. Ich hab einen zur Hälfte. Ja, ich weiß nicht, ob du. Oh, ich höre dich. Ja. Oh, das ist nicht der, den. Ja, gut. Hä? Ich bin bei den anderen. Denn. Der ist bei mir in der Nähe. Ich mach den anderen Zen zur Sicherheit. Ja, er ist bei mir, er ist bei mir. Ah, okay. Ja, du hast mich geblockt. Ja, du hast mich geblockt. Du konntest ja rüberspringen. Ich nicht. Ja, weil ich schneller getippt habe, weil ich das Reflex dabei tue. Das ist so ein Tuch, was die Oma hat. Na, da wo du jetzt liegst, da ist der letzte Generator und... Oh, ja. Er hat mich gesehen. Scheiße. Direkt vor dem Fenster. Steffi, geh die beiden mal bitte... Ach, Steffi ist es, ja. Ja, Kleplex da, hol sie. Oh Gott. Ja. Legt euch auch genau davor. Ja, ist okay. Jetzt hast du mich geblockt! Oh mein Gott, ich glaube. Oh, der Killer ist schon echt ekelhaft. Mann, diese Leertaste. Der macht das wirklich so lange, bis wir alle liegen. Ja. Ja, ist großartig. Ich bin noch nicht aufgeheilt. Ich komme dich gleich holen. Also der ich näher dran bin gerade. Ich komme. Als ob, hä? Oh. Alter, jetzt liegen ja, wirklich alle. Es ist unglaublich. Ja, ja. Gut, okay, ich kann mich hier selbst holen. Okay, dann gehe ich. Steffi. Ich hol Steffi. Nein. Jetzt ist er in der Nähe. Er kommt direkt hierher. Bist du hochgeheilt? Ja. Ich komm dich holen und dann. Halt stehen! Oh, hier ist eine Sackgasse. Ja, moin. Perfekt. Bin wieder der Profi. Ich komm dich holen, Blackstar. Danke. Lauf zum Totem. Nee, darf nicht. Hier ist direkt ein Gen, ne? Ich mach den mal. Ich mach den mal. Er ist so schnell, das nervt so hart.
Ja, er hat mich gesehen. Er wusste wieder, wo ich bin. Ja, weil er... Ach, keine Ahnung. Du brauchst auch nicht weglaufen, weil es bringt halt alles nichts. Obert, hier. Hier. Ja. Wo bist du? Seh dich. Ach, da. Aber da hinten ist ein Dings. Ein Totem. Komm her. Du musst ja erst genesen, Robert. Robert, du musst dich genesen! Ach so. Das kannst du nicht, oder was? Doch, das kann ich auch, aber mach das ruhig mal. Alles gut. Wir haben ja das Totem hier. Ich glaube, sie kommt zu euch. Boah, Alter. Das ist schon nervig. Ja, er kommt. So OP, wenn er weiß, wo wir sind. Ja, Mann. Also, Legion ist ja noch härter geworden. Nee, bringt nichts, er ist da. Feuer doch. Legion war ja so schon schwer, ne? Was stimmt hier gerade nicht mit meinem Maus? Leckt ein bisschen. Maus. Okay. Mahlzeit. Er ist sofort hier. Ja. Sofort mit dem Playout. Ja, Mann. Ja. Oh, meine Fresse! Wieso kann der denn zweimal hintereinander zuschlagen? Der hat zweimal innerhalb von einer Sekunde geschlagen. Wie dumm ist das denn bitte schon wieder? Habt ihr das gesehen? Das, wieso geht das? Er hat mich runtergeholt. Er hat erst mich geschlagen und dann dich sofort. Ja, wie geht das? Keine Ahnung. Ich komm gleich. Stopp! Das ist Selbstgenesung, ne? Ach so. Ich dachte, kurzer Killer könnt ihr. Ja, ich dachte auch eben. Aber er spielt mit uns. Ja. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ja, der Killer ist wirklich asozial. Ja, jetzt bin ich tot. Wirklich asozialer Killer, holy shit. Wieso leg ich denn jetzt? Ich war doch noch gar nicht selbst genesen. Ich war doch noch gar nicht gebrochen. Liegst? Achso, du liegst gar nicht mehr. Ist das nervig, ey. Ja, also, holy shit. Also holy moly. Absolut nervig. Wer kommt? Ja, alles gut, alles gut. Ach, jetzt hilft er uns auf einmal. Aber Blackstar lässt er sterben, Arschloch. Ich mach die Truhe auf. Nee, ich mach den Gen. Nein, er hilft uns das jetzt sowieso. Dann mach ich jetzt die Truhe auf. Ganz schnell. Er lässt uns, glaube ich, eh nicht gehen. Ist egal, aber wir kriegen Punkte. Scheiß drauf. Siehst du? Geh zum Ausgang.
Such einen anderen Ausgang, nicht den hier. Such einen anderen Ausgang, Robert. Okay. Er kommt zu dir. Moin. Versuch ihn abzuhängen. Warte, ich signalisiere ihn, dass er das Totem wegmachen soll. Nein, gar nicht. Ich will einfach nur lieb sein zu ihm dann auch. Dann lässt er uns vielleicht auch. Nein, meint er nicht? Macht er nicht, meint er? Er hilft nicht. Er hilft nicht, okay. Dann gehe ich zum anderen Ausgang. Ja, such den anderen Ausgang und bleib da und mach ihn auf und hau ab. Ja, toll. Ich bin völlig falsch. Ich bin der falschen Seite gelaufen. Ja, ich laufe zu den rechten. Linken. Ich hab mich schon geschlagen. Mich auch schon. Das heißt ja noch nichts. Vielleicht lässt du euch trotzdem gehen. Ich hab Bock auf das Spielchen, Diggi. Okay, ich bin beim anderen Ausgang. Ich mach gerade den Ausgang auf, Franzi. Ich auch. Bei uns hier, wo wir waren. Er ist. Geht jetzt auch jetzt weg und ist auch weg. Ist zur Hälfte offen? Ja, mich. Er ist zur Hälfte. Oh nein, er kommt. Er kommt hierher! Hast du gehört, Franzi? Ja, ich bin da. Okay. Kannst rausgehen, Robert. Ja, ich lauf. Ich trau ihn nämlich nicht. Oh, pui. Ich hab gerade so aufgemacht. Ja. Das war wirklich die höchste Eisenbahn gerade. Okay, hat Spaß gemacht. Ja. Oha, 29.000 Punkte, hol ich das. Oh, zwei Fortschrittsdinger habe ich. Ja, ich habe auch, glaube ich, zwei bekommen. Ich gehe offline, tschüss. Nein, bleib doch! Mach doch noch eine Runde. Komm! Nee, ich bin hundemüde. Oh, wegen einer Runde bist du gekommen? Mensch. Nee, also eine, nee. Also komm eine schon, Runde eine! Bitte! Ja, eine bitte, mein lieber Blackstar. Ich auch ein Hire, Betty. Was? Nee. Dann machen wir alle noch zusammen eine. Ne. Doch. Nein, los jetzt. Eine Runde noch. Gibt's auch heute, gibt's auch heute extra guten Kuscheltag? Nein. Oh. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin ja schon eingepennt eben auf dem Sofa. Ja, weil du nichts mehr zu tun hattest. Ja, das ist kaum eine Runde. Komm schon. Oh, Alter. Ja, let's go. Nee, ich hab keinen Bock. Ich mach nicht noch eine Runde. Doch, bitte. Ja, bitte. Bitte. Ja, jetzt warte ich wieder 10 Minuten, bis du das scheiß Spiel geladen hast. Ja, wenn du jetzt bereit drückst, dann. Ja, drück bereit. Ich lädt doch noch. Ja, okay. Alles gut. Wir schaffen das. Gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark. Ich brauche nur noch einen Fortschritt, da bin ich Gold. Wohlriechende Bartnelken hau ich rein. Ich bin jetzt schon mit den Killer, also mit den beiden Killer allgemein, jetzt bin ich da, bin ich auch jetzt, bin ich schon, Bronze. Ah. Ja, also da kannst du richtig geil leveln, ey. Das ist der Wahnsinn. Also wohl auch jetzt heute Morgen. Hatte ich noch Langeweile, bevor ich zum Termin musste, zum Vorstandsgespräch. Und habe ich die Konsole angemacht. Und hab Killer gespielt. Sonst bin ich nicht so der Typ, der alleine spielt, ohne Lisa. Also, das macht Spaß. Aber kann ich wirklich empfehlen. Also, wenn man keinen Bock hat auf irgendwie eine Langeweile, spiel Killer ohne Scary Movie. Oh ja. Nein, auf gar keinen Fall. Oh doch, ich spiele kein Killer. Killer macht keinen Spaß, weil man das nicht zusammen spielen kann. Oh doch. Doch, ja, das ist das Dumme. Das finde ich so dumm, dass du als Killer immer alleine bist. Nicht hochleveln kannst mit deinen Leuten. Aber auch auf eine Art wieder logisch, weil dann kannst du ja übel schummeln. Ja. Jetzt schickst du mir noch die Bilder aus dem Garten, bitte. Jetzt? Mhm. Aber ich bin Gold 2. Hat der Killer denn separate Blutpunkte oder wie ist das? Ja, ja, du kannst separat ihn hochleveln und dein Überlebende hochleveln. Deswegen wollten wir ja unbedingt mal den Killer hochleveln. Zumindest auf Bronze oder Silber zu kriegen. Damit wir da auch wieder am 13. die Blutpunkte wieder kriegen. Ich wollte mal gucken, wie viel das dann alles insgesamt mal ist. Okay. Mal sehen. Ob wir es schaffen.
krass. Bin froh, wenn ich mit dem überlebenden Gold schaffe. Na, dass ich jetzt Gold bin, habe ich eigentlich Maria zu verdanken. Weil Maria hatten wir letztens gespielt und da hatten wir nur gewonnen und nur so eine Runden wie jetzt eben gehabt. Und dann zack, zack, waren wir beide schon mega hoch. Oha. Ja. Stark. Das ging echt schnell. Innerhalb von, ich glaube, 2 Tage oder so. Und da war ich Gold. Nicht schlecht. Ja. Und jetzt habe ich erstmal Überleben dann gar nicht mehr gespielt. Weil ich Killer gespielt habe. Wir haben alle so ein wir haben weniger gespielt, seit du in Urlaub gegangen bist. Ich eigentlich gar nicht. Ja. Wo sie im Urlaub war jetzt mit Leon, haben wir gar nicht gespielt. No. Ich habe auch Killer immer gespielt, ja. Hm. Jetzt die letzten 2 Tage. Und davor haben wir mal alleine gespielt. Das letzte Mal habe ich mit Maria gespielt, einen Tag bevor du in Urlaub gefahren bist. Leon, geht los. Der schläft. Nee, weck ihn auf, schnell. Jetzt wird's wieder spannend, Leon. So, bitte einen einfachen Killer, danke. Wie wär's mit den Fallensteller? Aber Fallensteller ist kein einfacher Killer mehr, ne? Nee. Das war aber mal. Er war mal der einfachste Killer. Ja. Also wir haben gerne gegen den Fallensteller gespielt, weil er einfach, der konnte nix. Die Fallen brauchte er doppelt so lange, um sie aufzustellen. Er konnte, glaube ich, auch bloß 3 Fallen überhaupt mitnehmen. Mhm. Ja. Also der Fallensteller war echt nicht gut. Eine Hexe oder sowas oder ein Zwilling kann jetzt mal kommen. Ach nee. Ach nö, auch nicht? Kotzi? Nee. Jetzt sagst du alles nee. Der Einzige, der noch machbar wäre jetzt. Scream. Ist, nee. Michael Myers. Nee. Die Hexe. Der Hitlerwälder ist jetzt noch machbar. Na, der ist auch nicht wirklich einfach. Er geht noch. Doch, oh, ne. Zum Abschluss noch mal eine Indoor-Map. Geil! Ja. Wo fange ich an? Hab ich ja ganz vergessen. Es gibt ja auch Indoor-Maps. wirklich, wir hatten heute noch gar keine. Echt? Nee, wir hatten heute noch keine. Also wo ich jetzt die ganze Zeit Kinder es ist der Kölner Dom. Der Michael oder Stream, da hatten wir grundsätzlich immer nur die Polizeimap oder dunkler draußen. Keine andere, keine helle, nichts. Nicht die neue oder so. Oh nee. Der Dom. Ja, hab ich doch gesagt, Kölner Dom, hab ich doch gesagt. Oh nee, darauf hab ich jetzt gar keinen Bock. Ich muss sagen, dass die neue Map mega cool ist. Ja, mega. Ich finde die auch echt gut. Die ist jetzt viel heller, ist übersichtlicher, finde ich. Ich fand die nicht gut am ersten Game. Ich fand die nicht so gut, weil ich wurde direkt gejagt bis zum Tod. Ich konnte nicht mal einen Gen überhaupt sehen. Also ich fand die Map nicht gut. Was macht er denn jetzt? Er macht hinter sich eine Schleimspur. Ja, das kann er doch. Hab ich ganz vergessen, ja. Und da kann man nicht durchlaufen, ne? Dann, ach ja, das ist das mit den Gittern, ne? Ach ja. Ja, ja, okay. Jetzt sehe ich es auch zum ersten Mal, wie das überhaupt aussieht, wie man das macht. Kann ich leider nicht holen. Ich weiß, hier ist ein Gen. Kann er selber dadurch auch nicht gehen, oder wie? Ja, natürlich. Ah, er ist direkt hier. Er ist direkt hier. Nicht holen kommen, er ist direkt hier. Er hat die Palette kaputt gemacht. Oh.
Habt ihr schon Totem gesegnet? Nö. Nee, ich hab noch keins gefunden. Aber am meisten sind die im Bad. Zwischen den, ja, Husten da und bei den Stühlen. Ja, ich gucke. Oh, scheiße. Er kam von hinten. Huch. Nee, bei den Stühlen ist keins. Lässt er dich liegen? Ja, Leon heilt mich gerade. Ich segne. Er kommt. Scheiße, Mann. Er soll uns mal einfach in Ruhe lassen, Mann. Lass uns doch auch mal ein bisschen Spaß haben. Nur der Killer hat Spaß. Das ist Kacke. Hier stehen bleiben. Oh, er ist direkt hier. Ja, moin. Er kreist hier die ganze Zeit seine Runden. Oh, jetzt bin ich in so eine Scheißfalle getappt. Ich komm. Moment. Deine Bombe ist ein Raben als Perk, ne? Kann das sein? Er weiß, dass ich im Schrank bin. Woher? Woher weiß er das? Ach, das ist so dumm. Dieses Spiel ist so dumm. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Das ist direkt ein Indoor-Map, direkt als erster Tod. Hass, genau, Miller. Hass. Absoluter Hass, wenn man gegen Kölner Dom spielt. Und dann noch eine Indoor-Map ist. Geil. Hast du das eben? Was denn? Ja, der hat wieder einen Anfall. Ja, der hat einen Anfall. Ja, ich hör's. Oha. Na, dann geh hin. Dann geh hin. Die schwankt hier schon wieder. Oh je. Alter. Oh je. Ich muss das. Pause. Sonst mutet euch. Alles gut. Heute ist aber Film eben. Hat schon wieder aufgehört. Das war schon wieder. Ich habe eben gedacht, dass du hier so rumgestöhnt hast. Ja, komm mal hier, liegt auch schon wieder Sabber auf dem Boden. Das war früher jetzt. Das ist zwei Monate ist her. Ach, guck mal. Aber das war ja nur kurz. Also, ich stehe da ein bisschen bedribbelt. Ne, sie dachte, das hat jetzt noch nicht länger als bei sich. Nein. Du bist voll reingelatscht, die Sabbe. Ja, ich gehe jetzt auf. Tschüss. Alles klar. Bis denne. Gute Nacht. Und bitte gleich noch WOT, ne, Hobi? Ich spiele gleich noch WOT, ja. Hm. Mit Andy oder was? Ja, ja. Wir haben uns verabredet. Hm. Ah, okay. Er ist so ein Arsch. Das war eine richtig gute Runde, würde ich sagen. Wir haben alle Gens gemacht. Wir sind entkommen des Todes. Wir sind so gut gewesen. Wir haben mindestens 50.000 Punkte.
Also, wenn das nicht eine gute Runde war, dann weiß ich auch nicht. Also, ja. Oh, ja, danke. Er will dich verbluten lassen. Ja. Oder er wartet nochmal, ob Skadi entkommen könnte. Jetzt weiß er, ah, okay, jetzt kann ich mal entkommen, jetzt kann ich gehen. Das ist clever, man könnte ja den Perk haben, ne? Ja, ja, genau. Ja, das war's dann mal. Auf Wiedersehen. Ah nein, das war nur richtig. Ja, Kölner Dom, das ist der letzte Killer, den ich haben wollte, ehrlich. Naja. War es wenigstens die schlechteste Runde aller Zeiten? Nee, leider nicht. Ist nur 4.000. Ich hätte gerne mal unter 2.000 Punkte, ehrlich. Ja, ja, gut. Dann ist das halt so. Kann man nicht ändern. Aber Ruby? Ja. Ah, nee, schon gut. Wieso, was ist los? Nee, ist schon gut. Hat sich erledigt. Ich kann jetzt gerade nicht reden. Okay. Bist offline. Ja, ja. Nee, ich gehe jetzt sowieso offline, verabschiede so. DBD und gehe wieder online für WOT. Also ich mache das jetzt immer so. Das ist doch Bullshit. Dann kannst du gleich online. Nö, dann sind es aber zwei Videos für YouTube. No. Soll einfach das zu cutten. Naja, manche mögen nicht so lange Streams. Ja, einfach cutten. Ja, ja, ich kacke auch gleich. Aber in der Toilette. Ja, dann mach das mal. Ja, dann gut. Verabschiede ich jetzt mich von den Zuschauern? Ja, mach das. Ihr könnt euch auch verabschieden. Ich wünsche euch eine wunderschöne, nicht gute Nacht. Das ist aber sehr nett gesagt. Gut, meine lieben Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao mit V, Wiederschauen und reingehauen.